Welchen Link muss ich jetzt nochmal hier klicken? Wo muss ich jetzt hier euch nochmal anmachen? Vielen herzlichen Dank an unsere. Nee, im Fancenter, viktoria904.de/radio. Ja, Freunde, falls ihr schon reinhören solltet, wir erklären gerade unserem ehemaligen Star-Torhüter Franco Fischer, wie man das unsere Kommentation auch übers Radio hören kann, obwohl er genau neben uns sitzt. Und nun, liebe Zuschauer, es ist nicht mehr lang bis zum Anpfiff und deshalb kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen für das heutige Spiel. Wir beginnen mit der Aufstellung unserer Gäste, der Mannschaft von Es gibt uns Fußballradio Schelzig, der Podcast. Das war natürlich falsch gewesen, das war das falsche Intro, Freunde. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute ist es ein Live-Podcast. Ja, wenn Opa an der Technik ist, alles klar. Aber ehrlich. Mein Name ist Daniel, herzlich willkommen, 17. Spieltag in der dritten Liga. Viktoria Köln, SV Ulm, wir werden unterstützt von der Aktion Mensch und ich darf zusammen kommentieren mit dem guten... Ja, mit dem anderen Opa neben dir, das ist der Chris heute an. Guten Abend allerseits und herzlich willkommen bei Fußballradio Schelzig und im Sportpark Höhenberg zur Live-Übertragung. Und die Spatzen pfeifen es von den Dächern hier in Höhenberg. Der SSV Ulm ist zu Gast. Ohne Schiri habt ihr keine Chance. Ohne Schiri habt ihr keine Chance. Was war letzte Woche los in Münster, Chris? Wir haben das ein oder andere Tor geschossen, aber auch das ein oder andere Tor kassiert. Und es war sehr kalt. Und nach dem Spiel hat noch ein Münster-Fan ein bisschen was Schönes gesungen. Ja, heute haben wir zu Gast den SV Ulm. Das heißt, Heimspiel. Wir müssen mal langsam wieder punkten. Es geht langsam Richtung Tabellenende. Aber noch haben wir einen guten Vorsprung auf unsere Tabellenregion. Chris, ja, harter Gegner heute, der SSV Ulm, Fünfter. Harter Gegner heute, jetzt in der aktuellen Live-Tabelle, darf ich dich direkt mal korrigieren, sind ja, sie auf Platz 7 runtergerutscht, aber du hast recht, vorher waren sie auf Platz 5. Wir verraten natürlich nicht die Ergebnisse, die heute schon... Ich will ja die Sportschau sehen, deswegen waren sie bei mir noch Fünfter gewesen. Genau. Du weißt aber, wenn die Sportschau anfängt, dass wir dann noch hier sitzen, das ist dir schon bewusst. Was? Ich habe noch Termine. Daniel, die Zahl des Tages, damit möchte ich dich direkt mal überraschen, das ist die 11. Kannst du dir vorstellen, warum die 11 die Zahl des Tages ist? Nein, das bin ich gespannt, Chris. Weil es noch 11 Punkte sind, bis wir in der ewigen Tabelle Team Zollstock überholt haben. In der ewigen Tabelle der dritten Liga. Vor dem Spiel. Jetzt vor dem Spiel, ja. Weil die haben ja heute nicht gespielt. Die spielen zurzeit nicht dritte Liga, muss ich dich enttäuschen. Nee, enttäuschen tust mich damit nicht halt. Freunde, wir sind ja ein Blindenradio. Sagt allen Bescheid. Ihr habt die Möglichkeit, diese Spiele hier im Stadion auch kommentiert zu hören. Das heißt, ihr habt die Kopfhörer, die könnt ihr im Fanshop bekommen. Das heißt, ihr müsst ja nur einen Pfand da lassen. Am besten Rita mal kurz anfragen, wenn ihr da seid. Einfach den Pfand abgeben und schon habt ihr Kopfhörer. Dann könnt ihr aus während des Spiels, während ihr hier auf der Tribüne sitzt, könnt ihr unsere Kommentation anhören. Am besten ist sogar, insofern ihr da wirklich drauf angewiesen seid, darauf, dass ihr uns zuhört, dass ihr sogar vorher eine E-Mail schreibt an ticketing@viktoria1904.de. Dann blocken wir euch so einen Funkempfänger. Und nicht nur das, sondern ihr bekommt auch noch für eure Begleitperson eine freie Karte. Das heißt, ihr zahlt nur einmal sogar einen vergünstigten Eintritt und bekommt direkt für zwei Leute Zugang und habt einen Funkempfänger geblockt. Viel besser kann es also nicht laufen. Und dann habt ihr entweder uns beide oder... welche von unseren Kollegen, wir sind ja insgesamt 6 Leute im Team, alles 5 meine absoluten Lieblingsreporter-Kollegen übrigens, wie ich ja gerne zu sagen pflege. Hast du aber noch nicht gesagt. Nee, das war heute alles ein bisschen durcheinander. Aber was ich sehr gerne bei dem Thema loswerden möchte direkt mal, ist einen lieben, guten Besserungswunsch an unseren Jakob, denn der hätte heute eigentlich hier mit mir zusammen reportiert, ist aber krankheitsbedingt ausgefallen, weswegen ich direkt auch gleich lieben Dank an meinen Spannmann Daniel sage, denn der hat sich ganz spontan und kurzfristig bereit erklärt, einzuspringen und den Jakob zu vertreten. Danke Daniel, das ist ein super Team, dass solche Sachen bei uns möglich sind, dass wir da keinen im Regen stehen lassen. Ja, gute Besserung auch von mir, Jakob. Wär's mal besser nicht nach Urfeld gefahren. So hätte ich das Spiel auch im Block 11 gucken können, schön mit einem Bierchen in der Hand, aber statt ein Bierchen in der Hand habe ich jetzt ein Mikro in der Hand und Chris, wollen wir mal gucken, welche Mannschaften heute auf dem Feld stehen? Ich glaube, Viktoria Köln und der SSV Ulm. Genau, und welche Spieler sind da, Chris? Ach, sehr gut. Ach, jetzt willst du es auch noch im Detail. Na gut, willst du mal mit dir Viktoria und ich mache die Gäste? Ich kann auch gerne mit den Gästen anfangen. Fangen wir mit den Gästen an, ist ja höflicher, glaube ich. Genau, denke ich doch auch. Bei den Gästen, da haben wir Christian Ortak im Tor. Davor haben wir eine Dreierkette, bestehend aus Liam Yarbrough, Johannes Reichert und dem, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich lügen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich glaube, dem fast oder sogar tatsächlichen Rekordspieler der dritten Liga mit Thomas Geier. Du kannst lügen, Chris, stört mich nicht. Das dachte ich mir.
Über links kommt Rösch, im zentralen Mittelfeld haben wir Meier und Brandt, über rechts kommt Allgeier und dann haben wir eine sehr gefährliche Dreierreihe vorne mit Chiesa über links, Chiesa über rechts und Felix Hiegel im Zentrum. Gucken wir noch ganz kurz auf die Bank, da haben wir Otto fürs Tor, da haben wir Gahl, Arendt, Lukas Röser, Ludwig, Stoll, Jan, D'Souza und Tobias Rühle. So, was hat sich denn Olaf Janssen ausgedacht, um diesen überraschend starken Aufsteiger hier heute in seine Schranken zu weisen? Ja, im Gegensatz zum Münsterspiel haben wir 4 Veränderungen im Kader. Vor mir liegt die Taktiktafel, die unser guter Felix uns hingelegt hat, der uns auch wieder tagtäglich unterstützt. Im Tor Ben Voll, das ist jetzt keine Überraschung. Nach seiner Gelbsperre zurück ist Chris Kreger auf der linken Seite. Dann Fritz Schulz, also ist unsere altbekannte Dreierkette. Auf der linken Seite Simon Hantle, rechts außen ist Paco. In der Mitte Lorsch und Russo. Und ja, und an vorderster Front erwarten wir erstmal Luka Masaila, Donny Bogicevic und ganz, ganz vorne André Becker. Schön, dass er mal wieder eine Chance bekommt. Was haben wir noch als Reserve noch in petto, um da später nachzulegen? Ja, auf der Bank ist erstmal im Tor Kevin Raut. Dann Lars Dietz, der hat ja letzte Woche nach seiner langen Verletzungspause, ist er wieder in Münster zumindest eingewechselt worden. Das freut uns ganz besonders. Ja, definitiv. Dann auf der Bank, letzte Woche noch gespielt, David Philipp. Dann Valerin Mustafa. Dann Luca de Meester. Dann Soel Nadjar, Jona Schlicker, Niklas May und David Kubata, auch beide haben letzte Woche gespielt, sind beide auch nur auf der Bank. Ja, wen haben wir als Schiedsrichter heute? Was Besonderes? Ja, eine Schiedsrichterin ist es nämlich und das ist die gute Fabienne Michel, eine 29-jährige Werkstudentin der R&V-Versicherung, die nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau jetzt ein BWL-Studium absolviert und dadurch vielleicht ein bisschen bekannt ist, dass sie im letzten Jahr das DFB-Pokalfinale der Frauen geschiezt hat. Ihre Assistenten, das sind Marcel Schütz und Timo Klein. Der vierte Offizielle, das ist Yannick Rupert. Fabienne Michel hat uns noch nie gepfiffen. Münster, da bin ich noch bei letzter Woche. Ulm auch noch nicht, es ist ihre erste Saison in der dritten Liga. 4-mal hat sie bis jetzt gepfiffen, dabei hat sie 13 gelbe Karten verteilt, keinen Platzverweis und auch keinen Elfmeter. Ja, irgendwie passt das alles. Fabienne hat uns noch nie gepfiffen, aber wir haben auch noch nie gegen Ulm gespielt. Das heißt, passt alles. Ein Tag der Premieren. Ja, ich habe jetzt mal die Statistik mir angeguckt, Trainer Thomas Wörle vom SSV Ulm. Der hat 87 Mal den SSV Ulm gecoacht und 52 Siege, das ist eigentlich schon imposant. Und er ist schon 2-mal deutscher Meister und 1-mal DFB-Pokalsieger geworden als Trainer. Aber nicht mit den Herren. Nicht mit den Herren, sondern mit den Damen des FC Bayern München. Denn da war er, ich glaube, sogar 9 Jahre in Amt und Würden, bevor die dann seinen Vertrag nicht verlängert haben und er in den Herrenbereich zum SSV Ulm gewechselt ist, wo er ja auch einiges an Erfolgen vorweisen kann, was man daran sieht, dass die Ulmer heute gegen uns hier in der dritten Liga antreten. So, wer ist gefährdet? Beim SSV Ulm ist eigentlich nur ein Spieler. Dennis Chiesa mit 4 gelben Karten. Bei der Viktoria sieht es schon ein bisschen anders aus. Da sind es ein paar mehr, ja. Da sind es 3 Spieler. Chris, möchtest du sagen? Ich kann gerne mal schnell umblättern in meinen schlauen Unterlagen. Dann kann ich dir das gerne verraten, dass es sich da um Michael Schulz handelt, um Luca Masaila und Stefano Russo, der auch zum Glück heute wieder in der Mannschaft ist. Genau, richtig. So, beide Mannschaften sind auf dem Platz, klatschen sich gerade gegenseitig ab. Die Ulmer, würde ich sagen, farblich eigentlich nur in Schwarz. Ganz in Schwarz, genau. Ihr Torhüter ist ganz in Blau. Wir sind dafür ganz in Weiß mit unseren wunderschönen Retro-Trikots. Ben Voll in einem Textmarker grün. Die Unparteiischen, schwarze Hose, schwarze Stutzen, türkises Oberteil. Wir sehen jetzt gerade die Platzwahl von Johannes Reichert und Moritz Fritz mit den Unparteiischen. Was wir kurz noch erwähnen können, ist für uns vom Fußballradio Schelsig war es gerade besonders schön, denn wir hatten unseren lieben Freund und Kollegen Hendrik auf dem Platz. Denn heute ist Tag des Ehrenamts und Hendrik war einer der Jungs und Mädels, die auf dem Platz standen, das Banner ausgerollt haben. Da gehört übrigens auch unser guter Techniker Felix dazu, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Den habe ich schon erwähnt. Nee, dass er auf dem Platz war, meine ich. Der war auf dem Platz? Ja, und der Hendrik auch. So, jetzt haben wir eine Schweigeminute. Warum hört ihr gleich von unserem Steinbrecher Jan? Die gesamte dritte Liga trauern um Agiman Nagi Diagusi. Der Spieler des SSV Jan Regensburg ist am vergangenen Dienstag im frühen Alter von 25 Jahren verstorben. Und wir sind noch immer fassungslos. Agi Diagusi hat den Fußball sehr geliebt. Die dritte Liga verliert mit ihm eine herzliche, lebensfrohe und bodenständige Persönlichkeit. Er hat auf all seinen Stationen Eindruck hinterlassen, sportlich sowie menschlich. Wir werden Agi Diagusi sehr vermissen, aber wir werden ihn nicht vergessen. In Gedanken sind wir bei seiner Familie, seinen Freunden, seiner Mannschaft und seinem Verein Jan Regensburg und bitten um einen Moment des Innehaltens. Ganz viel Spaß beim Spiel! Ja, auch von uns vom Fußballradio Schelsig-Team ganz herzliches Beileid nach Regensburg.
viel zu früh, viel zu, ja, gibt es keine Worte für. Worte gibt es jetzt hoffentlich für das Spiel und wir können zumindest, wo wir gerade bei traurigen Nachrichten sind, auch noch eine kleine traurige Nachricht nachlegen, denn unser Pressesprecher Arno Schmitz, hat uns, ja jetzt, Entschuldigung, ich war gerade bei Moritz Fritz, Arno Schmitz, der hat uns zum Monatsende verlassen. Wir bedanken uns auch nochmal für die Zusammenarbeit bei Arno Schmitz und freuen uns, wenn wir uns ab und zu mal wieder auf dem Kölsch hier im Sportpark sehen. Auf jeden Fall, ja. Falls ihr eine Halbzeitpause denkt, ihr könnt einfach mal so auf Toilette gehen, nichts da, wir haben Halbzeitgas. Und was für einen, genau. Da haben wir nämlich den kleinen, ja so kleinen auch nicht mehr, den guten jungen Jonas zu Gast. Ein angehender Nachwuchsreporter, der uns heute hier ein bisschen über die Schultern guckt. Und in der Halbzeit wird er ein bisschen an unserer Gestaltung der Halbzeitpause sich beteiligen. So, jetzt hat das Spiel schon angefangen. Gottes Willen, wir kommen hier überhaupt nicht hinterher. Man kommt so nichts hier. Es ist schlimm. Ich habe noch so viel auf der Liste, was ich vorher noch erwähnen wollte. Egal, ja, kannst aber länger bleiben. Konzentrieren wir uns mal aufs Spiel. Der Ball kommt gerade in den Strafraum von Victoria gechippt, aber keinerlei Probleme für Ben Voll, der aus dem Kasten geeilt kommt und den Ball aufnimmt. Hat ihn jetzt, sich jetzt gerade aus den Händen zu Füßen geworfen. Jetzt wird er zum ersten Mal angelaufen, schlägt deswegen erstmal auf rechts auf Bogicevic. Der wird aber direkt mal gestört. Der Ball kommt in den Strafraum, da ist aber Moritz Fritz, kann den Ball abblocken und Fabian Michel sagt, da war aber zuletzt noch ein Ulmer Bein am Ball. Demzufolge gibt es Abstoß vom Kasten von Ben Voll nach ungefähr 50 gespielten Sekunden hier im Sportpark Höhenberg. Ja, Viktoria Köln-Fanszene, haben wir euch gefragt, wie tippt ihr, wie geht das Spiel aus? 66% tippten auf den Sieg der Viktoria, 19% haben unentschieden und 16% auf den Ulmer Sieg. So, kurze Spieleröffnung der Viktoria. Ben Voll wird jetzt angelaufen von einem Ulmer Spieler. Ben Voll haut den Ball jetzt einfach mal raus. Luca Maseiler versucht den Ball anzunehmen, weiterzuköpfen. Die Ulmer haben sich den Ball erkämpft. Aber André Becker schlägt jetzt über den Ball, sodass die Ulmer jetzt hinten aufbauen können, über die Mittellinie mit Thomas Geier. Der macht einen langen Ball nach vorne. Und die Viktoria bekommt den Ball jetzt gerade nicht unter Kontrolle. Ich sehe jetzt gerade Dennis Schesser, der wollte ein Foulspiel gesehen haben, beziehungsweise für sich argumentieren, hält sich seinen Rücken fest. Aber da war nichts gewesen, Chris. Das ist richtig. Und ich bin tatsächlich etwas perplex. Du hattest ja gerade unsere Aufstellung vorgestellt und ich hatte noch kurz überlegt, ob ich dich verbessern soll, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Lorch im Mittelfeld und Fritz in der Dreierkette spielt, so wie du es gesagt hast. Aber tatsächlich stellt es sich auf dem Platz ganz genau so dar. Moritz Fritz spielt zurückgezogen als Mittelmann der Dreierkette und Lorch im Mittelfeld. Und also merken, mir erstmal alles glauben und der Chris kann immer noch verbessern, wenn es besser ist. Genau. So, jetzt gibt es Einwurf für die Viktoria auf der linken Seite. Simon Handle nimmt sich dort den Ball, das sind ungefähr 40 Meter von der eigenen Torlinie entfernt, wirft kurz auf Lorch. Lorch dreht sich jetzt, spielt einen weiten Ball auf den linken Flügel, den kann Luca Maseiler erlaufen, sehr schön. Maseiler jetzt mit dem Rücken zum Tor, legt schön mit der Hacke aber auf Handle. Handle jetzt auf der Höhe der Strafraumkante, legt erstmal zurück auf Lorch. Lorch spielt noch weiter zurück auf Greger und da spritzt ein Ulmer dazwischen. Ich glaube, Felix Hiegel ist es. Im Endeffekt landet der Ball aber im Seitenaus, sodass es Einwurf für die Viktoria gibt. Felix Siegel, eine veritable kölsche Jung, sollte man gar nicht glauben, ist aber in Köln geboren, da zu der Zeit sein Vater Alfons Profi beim 1. FC Köln war. Und das war kein Kölner? Nee. Ja, was hat sich Olaf Janssen dabei gedacht, den Lorsch und den Fritz nach vorne zu schicken, beziehungsweise Lorsch und Russo? Also er will schon, glaube ich, diesmal etwas defensiver, etwas besser stehen, als wir zuletzt in Münster, wo wir wirklich ziemlich dumme Tore kassiert haben. Und man merkt schon hier, die Ulmer, die sehen das Spiel ja locker. Die wollen schon, gehen aufs Tor auf jeden Fall. Die haben sehr viel Ballkontakte, machen großes Vorchecking, spielen jetzt aber erstmal hinten rum mit Johannes Reichert. Der hat auf Geier, der jetzt einen langen Ball nach vorne, aber Chris Kreger kann den Ball klären. So, wir hören jetzt Ben Voll mit. Verzeihung, ich dachte, du wärst... Nein, mach ruhig, Chris. Ich wollte gerade sagen, wir hören sehr lauten Support aus dem Gästeblock von den Fans des SSV Ulm. Ich würde mal sagen, ja, schätzungsweise 200 bis 300 sind da mitgekommen. Und ich weiß, dass sie heute eine Mottofahrt veranstaltet haben, denn der kultklassische Fangesang der Ulmer überhaupt, der beginnt mit den Worten gestern noch in Albeck, morgen schon in Köln. Das ist seit Jahrzehnten ein traditioneller Fangesang bei denen und deswegen haben sie eine 80er-Jahre-Mottofahrt heute hier nach Köln veranstaltet. Ich habe zwar keine Ahnung, was Albeck ist, ich kenne nur Markus Albeck, der war mal Stürmer bei Hansa Rostock. Der war aber Schwede und wurde anders geschrieben. Okay, ich habe ein paar Jungs von einer Blauen Lagune getroffen, die haben mich unterhalten, die haben mir schon erzählt, das war auch nicht ganz einfach, zumindest die mit dem Zug hier angekommen sind. Die hatten teilweise durch das Wetterchaos in Bayern richtig Probleme, hinzukommen. Teilweise mussten die 60 Minuten irgendwo unterwegs rumstehen halt. Ach du Schande, okay. Und ja. Na gut, dass sie es pünktlich geschafft haben. Jeder, der Einzelne, der hier ist. Im Moment muss ich sagen, die Zuschauerzahl, ich war ja auch gespannt gewesen, 16:30 Termin, wie der angenommen wird. Ja, gerade so, weil auch parallel Bundesliga läuft. Zum Glück spielt zumindest nicht der FC parallel. Ja. Aber
Parallel hat ja, Simon Handler wäre da gerade fast an einen Ball gekommen. Jetzt sind es aber die Ulmer. Erstmal Cesar mit einem weiten Ball, der sucht Chienza. Chienza dringt in den Strafraum ein, wird bedrängt von Schulz, aber Chienza schließt ab und es steht 1:0 für die Gäste in der 5. Spielminute. Da sind wir ganz, ganz klassisch ausgekontert worden. Das war, du hast es gerade noch gesagt, wir haben in Münster blöde Gegentore kassiert und möchten das heute vermeiden. Und dann hat das dieses Vorhaben noch nicht mal ganze 5 Minuten gedauert. Ja, 4. Saisontor von Chienza. Dankeschön. Ja, doof gelaufen momentan. Jetzt habe ich gerade noch gesagt, Jansen sorgt dafür, dass die Defensive ein bisschen sicherer steht. Und da sind wir wieder ausgehontert worden. Das ist nicht das erste Mal in dieser Saison übrigens, wenn so ein Ball in die Schnittstelle gespielt worden ist. Ja. Selbst Franco Fischer, unser ehemaliger Torhüter, der ist hier am Lamentieren mit seiner Hand. Ja, zu Recht. Und, Jürgen Kohler sich unten auch links sitzen, der sagt auch, mit ihm als Abwehrspieler wäre das nicht passiert. Er hätte dem Chienza den Knöchel amputiert, bevor er den hätte schießen lassen. Genau. Da kannst du davon ausgehen. Naja, mit Rückständen haben wir diese Saison gute Erfahrungen gemacht. Deswegen will ich da jetzt gar nicht zu pessimistisch sein. Gegen Dresden nicht. Ja, gegen Dresden nicht. Aber ich denke mal zum Beispiel an das Heimspiel gegen Ferl, an das Auswärtsspiel in Saarbrücken. Und ja, das war den Heimspielen gegen Ferl. Am Anfang waren wir auch am Verlieren gewesen. Also richtig, so ist es ganz nicht. Genau. So, Marseiler dringt jetzt in den Strafraum ein, verliert dabei den Ball, holt ihn sich aber direkt wieder, ist an der linken Strafraumkante, flankt in den Strafraum. Becker kommt nicht zum Kopfball, am langen Pfosten ist aber Paco. Paco schlägt noch eine Flanke an den langen Pfosten, den kann Ortak zunächst mal nach vorne klären. Jetzt ist Marseiler am Ball, immer noch im Strafraum. Marseiler sucht sich eine Schussposition, zieht abgeblockt. Da wäre Handle fast an den zweiten Ball gekommen. Aber der Ball trudelt jetzt ins Tor aus. Abschlag vom Kasten von den Ulmern. Christian Ortak. Ja, das war zumindest mal die erste Torannäherung von Viktoria. Und das mal direkt als Antwort auf einen so unglücklichen frühen Gegentreffer zeigt zumindest, die Moral ist intakt bei unserer Truppe. Ja, man darf sich gar nicht erst hier verstecken, einfach dagegen halten. Weil das was eins, was ich jetzt in den ersten 6 Minuten so sehe, das geht ja rauf und runter hin und her. So, Schiedsrichterin Fabienne, die sagt, Jungs, macht mal ein bisschen voran. Weil die Ulmer lassen sich sehr viel Zeit beim Abstoß momentan. Machen auch eine kurze Spieleröffnung, werden angelaufen von der Viktoria. Altgeier spielt uns aber den Ball. Tja, und Fritz grätscht dazwischen. Aber Einwurf müsste es eigentlich für Ulm geben. Naja, sehen die Unparteiischen anders. Oh, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, weil Fritz da reingerutscht ist. Ich dachte, er wäre als letztes dran gewesen. Scheinbar dann Ulmer noch erwischt. So, Simon Handler macht jetzt hier auf der linken Seite den Einwurf, da Niklas May heute nicht dabei ist. Ihr wisst ja, linke Seite May, rechte Seite Paco. Aber in dem Fall ist es Handler. So. Es hat jetzt der Ball Russo, der jetzt auch wieder nach Verletzung wieder zurückgekommen ist, spielt auf Simon Handle. Wieder zu unsauber gespielt, Chris. Wieder zu unsauber gespielt. Und direkt ist es Hiegel, der den Konter einleiten kann, spielt aber auf Cesar ins Zentrum. Cesar aus 25 oder eher 20 Metern versucht abzuschließen, aber schön ist Lorch da rechtzeitig zur Stelle, kann ihn vom Ball trennen. Der Ball zu Paco. Paco klärt zunächst mal ins Seiten aus. Einwurf für die Ulmer von deren linker Offensivseite. Das dürfte Liam Yarbrough sein, der da gerade den Ball nach vorne gekullert hat. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde relativ schwierig zu erkennen, wer bei den Ulmern am Ball ist, weil die haben zwar einerseits diese dunklen Trikots, aber die Beflockung ist halt auch nur so in so einem blassen Grau. Und dann haben wir jetzt langsam Flutlichtbedingungen hier. Das ist tatsächlich nicht immer so einfach, diese Beflockung und die Rückennummern. Von den Namen wollen wir ja gar nicht reden, aber zumindest mal die Rückennummern zu erkennen. Einwurf gibt es auf jeden Fall für die Viktoria. Mit Paco am Ball, natürlich von der rechten Seite, wirft den Ball in die gegnerische Hälfte bis zu André Becker. Becker mit dem Rücken zum Tor, tropft den Ball ab, dann vor vorne gespielt, aber da kann die Viktoria den Ball zunächst nicht kontrollieren. Hiegel jetzt im Mittelkreis im Duell mit Lorch. Die Viktorianer bekommen den Ballbesitz nicht kontrolliert, sondern die Ulmer sind da mit Romario Rösch auf der linken Seite. Der spielt zunächst mal weiter auf den Flügel. Da kommt dann der Paco und das sah für mich tatsächlich nach einem Foul aus, aber Fabian Michel sagt, nee, Pustekuchen, Freistoß für die Viktoria. Also bisher macht Fabian eigentlich einen ganz guten Eindruck. Fabian Michel, der gesagt, macht einen sehr guten Eindruck bisher. Im Moment pfeift er in Zweifelsfalle eher zu uns. Und die Ulmer haben sich schon zum zweiten Mal diskutiert mit der guten Dame. Ja, wer für uns pfeift, macht für mich auch immer einen guten Eindruck. Da bin ich ganz deiner Meinung. Alles klar. So, wir haben jetzt die 9. Minute im Hürnberger Sportpark. Momentan Viktoria Köln gegen SV 0:1 durch ein frühes Tor. In der 5. Spielminute durch Cessna. So, die Viktoria ist im Spielaufbau. Luca Marseiler hilft hinten im eigenen Strafraum aus. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Spielt zurück auf Ben Voll, wird wieder angelaufen von einem Ulmer Spieler. So, Russo spielt jetzt rechts raus auf Michel Schulz, der über die Mitte hin rüber zu
zu Donny Bogicevic, der jetzt weiter auf Luka Masaila, der schickt in die Mitte. Bogicevic, jetzt ein Schuss, macht einen Schieß drauf, Junge, schieß drauf, lässt sich so weit rausdrängen. Aus der zweiten Reihe könnte Simon Hante schießen. So, jetzt ein Schuss, Russo, zweite Reihe, 16 Meter vom Tor. Er spielt nochmal rechts raus, Innenstrafung beim zu Paco. Paco, eine Flanke in die Mitte, André Becker kommt nicht ran. Luka Masaila könnte auch noch schießen. Schieß doch, Junge. Lässt sich auch wieder zu weit ausdrängen, im Zweikampf im Strafraum. Nochmal geflankt. Und jetzt gibt es Abseits. Ja. Schade, mehrere Einschussmöglichkeiten der Viktorianer. Entweder haben sie nicht geschossen, haben sich ausdrängen lassen. Schade. Auf jeden Fall eine Drangphase jetzt. Wie du sagst, da wären mehrere Chancen für gute Chancen gewesen. Im Endeffekt haben wir keinen richtig guten Abschluss hinbekommen. Aber wir zeigen zumindest, dass wir in der Lage sind, die Ulmer in Bedrängnis zu bringen. Und das ist ja perspektivisch für den weiteren Spielverlauf ein ganz gutes Zeichen. Ja, das ist vom Nachteil. Ja, das denke ich auch. Ne? Christian Ortag legt sich den Ball jetzt gerade vor seine Füße, der gebürtige Karlsruher Schlussmann der Ulmer, beordert jetzt seine ganzen Kollegen ein ganzes Stück weiter nach vorne. Aber auch eine moderne Art des Zeitspiels, wenn man so sieht, wie lange das jetzt dauert, bis er schon seinen Abschluss macht. Halt, ja, ne? Das ist richtig. Jetzt haben aber fast alle Feldspieler auch inzwischen zumindest den Mittelkreis erreicht oder die Höhe des Mittelkreises. Jetzt fliegt der Ball bis in die gegnerische Hälfte. Da gibt noch mal ein bisschen Anschauungsunterricht für unseren Franco. Das hat er früher nämlich nicht so häufig geschafft, den Ball so weit zu schlagen. Eigentlich theoretisch gar nicht. Aber dafür hat er andere Qualitäten damals unter Beweis gestellt. Ich erinnere dich gerne an das Spiel in Brühl. Das war schon herausragend, wie er da gehalten hat damals. Herausragend ist sowieso grundsätzlich immer unser Ben Voll. Alleine diese eine Parade da in Münster letzte Woche, das war ja wirklich in Handball-Torwart-Manier. Absolut grandios. So, grandios ist es jetzt nicht unbedingt, dass es Freistoß für den SSV Ulm gibt. Halblinke Position, 40 Meter, würde ich mal sagen, von der Torauslinie entfernt. Die ganzen Spieler, sowohl Viktorianer als auch Ulmer, versammeln sich so auf einer Linie, kann man fast sagen, 20 Meter vom Strafraum entfernt, laufen jetzt ein, als der Ball in den Strafraum fliegt. Da ist aber Chris Greger mit der Lufthoheit, den zweiten Ball holen die Ulmer. Wollen ihn Richtung Strafraum, das zunächst Bogicevic dann rausklärt. Da sind dann wieder die Ulmer. Ein Schuss ins lange Eck und der sitzt. Was ist denn hier los? Und es ist wieder Leo Schienza. 12. Minute 2:0 für den SSV Ulm. 12. Spielminute Tor für den SSV Ulm. Getroffen. Ja, 0:2. Mannschaft hatte zuvor dreimal in Folge verloren, bis sie letzte Woche gegen Freiburg 2:1 gewonnen haben. Ja, Tabellenplatz 5 vor dem Spieltag, hat man ja gesagt gehabt. Und ich habe jetzt mal gerade in unser internes Tippspiel mal geguckt, Chris. Was ich mal wieder vergessen habe. Ja, ja, nee, aber wir alle, bis auf du, der das nicht getippt hatte, haben Ulm als Absteiger eingeschätzt. Da sieht man, weil wir ja keine Ahnung haben. Vor der Saison, muss ich dazu sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit vielen gerechnet, dass Ulm eine unbequeme Mannschaft ist. Aber dass wir nach 12 Minuten schon 2:0 verlieren sind, hätte ich mit Sicherheit nicht gedacht. Nein, auf gar keinen Fall. Und im Endeffekt sind die super, super konsequent im Ausnutzen ihrer Chancen, muss man sagen. Weil Spielanteile sind bis jetzt ganz klar mehr bei uns. Aber was nutzt das, wenn Schienza das zweite Tor macht und diesmal einen schönen Fernschuss aus halblinker Position mit dem rechten Fuß ins lange Eck, ein Heber über Ben Voll, der kann den Ball nur hinterher gucken im Endeffekt. Hinterher gucken kann jetzt André Becker den Ball auch, denn er verliert den Zweikampf. Na ja, genau, indem er sogar sich da ein bisschen unsauber durchsetzt. Ja, er kam einfach nicht an den Ball und dann war Ulmer, er war halt langsamer gewesen. Dadurch ist der Ulmer natürlich über seinen Fuß gefallen. Genau, und wenn ich sehe, wie der Abstoß gemacht worden ist vorhin, gehe ich davon aus, dass dieser Ulmer Spieler auch nicht so schnell aufstehen wird. Müsste Max Brandt sein, der da sich jetzt so langsam wieder in die Vertikale begibt. Nee, das ist die Nummer 25 und das ist Liam Yarbrough. Liam Yarbrough, ein Amerikaner. Oder zumindest Halbamerikaner in Diensten vom SSV Ulm, 27 Jahre jung, sein 11. Saisonspiel. Der Ball ist jetzt bei Simon Handle, der kriegt ihn nicht ganz erlaufen, aber bekommt den Einwurf. Ziemlich weit in unserer eigenen Hälfte, würde ich mal sagen, auf Höhe des Elfmeterpunkts ungefähr, wirft ein auf Stefano Russo. Russo verliert den Ball direkt an Allgeier. Allgeier, schöner Doppelpassversuch mit Schesser, hat zum Glück nicht geklappt. Und dann will Handle den Ball nach vorne spielen. Da ist diesmal aber tatsächlich Max Brandt dazwischen, klärt zum Einwurf. Der ist bereits ausgeführt von Handlück, zurück auf Greger. Greger mit dem weiten Ball nach vorne. Becker da im Duell mit Johannes Reichert. Und dann ist Masaila sehr unaufmerksam, bekommt problemlos von Allgeier den Ball abgenommen. Die spielen den Ball dann zunächst mal zurück in den eigenen Strafraum. Becker läuft da auf Ortak zu. Ortak klärt deswegen zunächst mal auf links auf Yarbrough. Yarbrough spielt nach vorne. Da ist Russo, um den Ball ihm zunächst einmal den Pass zu verhindern. Den Passweg zuzustellen, wie auch immer. Die Viktoria spielt den Ball zunächst mal zurück in den eigenen
in die eigene Seite des Mittelkreises. Habe ich gerade nochmal die Kurve. Aber schau mal an, kaum hat Viktoriana den Ball, kommt schon direkt in Ulmer angerast. Also die machen sehr starkes Pressing halt. Viktoria, die bewegen sich eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber sie haben halt auch kaum Zeit, was mit dem Ball zu machen halt. Da müsste noch schneller gespielt werden. Jetzt schau mal, hinten rum hat jetzt Schulz den Ball, der spielt jetzt wieder auf Fritz, der wird jetzt auf Gregor spielen und wir haben im Endeffekt keinen Meter gewonnen. Wir sind alles in der eigenen Hälfte. Jetzt versuchen wir mal einen Ball zu Luca Masaila, der sich die Bälle ja schon in der eigenen Hälfte holen muss. Sollte man einen Seitenwechsel machen, aber unsauber gespielt, so hat Ulmer den Ball geschnappt und spielt immer am Zittern, wenn die Ulmer schnell spielen. Ja, und das nicht zu Unrecht. Bogicevic, da hat er jetzt mal mit einer schönen Körpertäuschung ein bisschen Raumgewinn erzielt. Wechselt dann die Seite auf links auf Simon Hante, der auf der Höhe des 16-Meter-Raums legt ab auf Masaila. Masaila mit einer Körperdrehung dringt in den Strafraum ein. Abschussposition auf Ortak, der zweite Ball bei Bogicevic. Ja gut, da hat dann doch mehr gefehlt, als es im ersten Moment aussah. Der Ball trudelt sogar ins Seiten aus. Aber... ja, ja, aber das Gute ist ja, die Mannschaft schießt jetzt mal aus der zweiten Reihe drauf. Genau. Also ich habe bei der Viktoria immer das Gefühl gehabt, die versuchen den Ball wie beim Rasenschach hin und her zu schieben. Und jetzt mal einen Schuss mal von Simon Handle, dann jetzt gerade Donny. Super. Also da sieht man auch, der Torhüter, der ist scheinbar auch nicht so ganz sicher. Das war nämlich genau auch gerade mein Gedanke. Das war jetzt nicht so unglaublich souverän wie Ortak, den der einfach nach vorne hat klatschen lassen. Und deswegen erst die Möglichkeit für Bogicevic sich ergeben hat, den Abpraller jetzt dann halt leider nicht zu nutzen. Jetzt gibt es einen Foul. Wir hatten mal zu NRW-Oberliga-Zeiten, hatten wir übrigens mal einen Torhüter, der eine Flutlichtschwäche hatte. Das hast du schon mal erzählt, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Franco war es nicht. Nein, du warst es nicht, Franco, gewesen. Nein, Franco hatte nur eine Abstoßschwäche. Genau, das war was anderes. So, und einige Schwächen sehen wir leider auch nach wie vor auf dem Feld bei der Viktoria und hoffen, dass das sich im Laufe der folgenden noch 75 Minuten, denn die 16. Spielminute ist gerade angebrochen, noch ändern und bessern wird. Ja. Zwei Tore Rückstand ist schon eine harte Nuss. Norch hat jetzt den Ball auf halblinks, spielt zunächst mal auf den Handler auf den Flügel. Der will in den Strafraum flanken, die Flanke abgefälscht, deswegen können die Ulmer aus dem Strafraum fern. Der zweite Ball ist allerdings bei Schulz. Schulz kann nach vorne nichts ausrichten, konserviert aber den Ballbesitz, indem er zurückgibt auf Fritz. Fritz im Mittelkreis spielt nach halblinks raus auf Chris Greger. Greger überquert in diesem Moment die Mittellinie mit einem langen Ball auf Handler. Handler auf Höhe der Seitenauslinie zunächst mal in die Mitte auf Russo. Russo versucht wunderbar sich da durchzusetzen, wird angegangen von Max Brandt, kann den Ballbesitz aber retten. Dann der Ball nach vorne auf Becker, der will ablegen auf Paco und dabei ist der Ballbesitz flöten gegangen. Chessa wird dann im Mittelkreis zu Fall gebracht. Stellt sich keiner von dem Ball hin, also da muss man auch noch aufpassen, bevor sie schnell spielen. Wie gesagt, 0-2 heißt, da ist es schon natürlich ein Brett, aber wir haben gerade gestern in der Regionalliga West gesehen, wo die dritte Kraft in Köln gegen die vierte Kraft aus Köln gespielt hat und hat ja die dritte Kraft mit 3-0 geführt, das waren die FC Amateure und die vierte Kraft hat leider noch ausgeglichen zum 3-3, aber es ist möglich, aber so was aufzuräumen. Ja, ist richtig. Und wir haben natürlich gestern auch gesehen, wo wir gerade bei der vierten Kraft in Köln sind, wie der ehemalige Trainer dieser vierten Kraft in Köln seinen Einstand bei seinem neuen Verein mal so richtig schön in die Nesseln gesetzt hat. Super, oder? Das hat mich ein bisschen gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich überhaupt nichts gegen den VfL Osnabrück habe. Nein, überhaupt nicht. Aber wer sich sowas holt, ja gut, der holt sich was. So, Moritz Fritz hat sich jetzt auch den Ball geholt. Ja, du hattest ja schon angekündigt, dass du die Wortwitze gewinnen willst gegen Jakob. Ich glaube, gegen mich wirst du heute gewinnen. Ich habe die letzten beiden Male von Besnik so auf die Mappe bekommen, dass es auch nach einer Viertelstunde quasi 0-2 gab, stand. Und da muss ich heute nachlegen. Das geht so nicht. So wie Handler jetzt nachlegt. Hat mal Platz über links. Chippt den Ball dann in Richtung Becker. Da kommt Bogicevic. Ortak kommt aus dem Strafraum raus, klärt ins Seiten aus. Das hätte durchaus brenzlig werden können. Gut aufgepasst von Christian Ortak. Ja, wenn André Becker ein bisschen schneller wäre. Und das ist das Problem halt bei André Becker, dass er nicht der schnellste Spieler ist. Ja gut, mit 1,97, die musst du halt auch erstmal in Schwingung versetzen. Ja, ja, wir haben ja beim Fanamt durch Küsters gelernt, dass das Spiel eigentlich nicht ausgerichtet ist auf Becker. Ganz genau, ja. So, ausgerichtet ist allerdings sehr auf Luca Masaila und das zahlt er ja auch mit sehr vielen Toren zurück. Jetzt gerade die Flanke war nicht ganz so gelungen. Der zweite Ball, nachdem die Ulmer klären konnten, ist bei Michael Schulz. Schulz spielt ins Zentrum auf Russo. Russo geht weiter auf Lorch. Doppelpass, der Ball zurück bei Russo. Und der ist dann einfach nicht sehr aufmerksam. Da ist zunächst mal Meier dazwischen gewesen. Die Viktoria holt sich aber den zweiten Ball, verliert ihn erneut. Dann will Chessa nach vorne spielen. Da ist aber erneut Russo dazwischen. Becker gewinnt jetzt mal ein Kopfballduell, setzt sich da aber laut Fabian Michel. Aber man kann jetzt nicht jeden Ball, wo der Becker hochspringt, beziehungsweise der Gegner daneben steht, kann man nicht immer alles als Foul pfeifen. Ja, wenn ich jetzt im Fanblock gerade gestanden hätte, hätte ich laut gebrüllt, nur weil der so groß ist. Ja, ich würde jetzt auch im Fanblock normalerweise stehen. Genau. Gruß an Jakob. Lieben Gruß, Jakob, ganz genau. Werd schnell wieder fit, mein Freund. Ja, ich kann dir sagen, ich bin selbst Überlebender eines katastrophalen Männerschnupfens. Und ich weiß, was das bedeutet, den Kampf gegen diese bitterböse Krankheit aufzunehmen. Das können Frauen gar nicht nachempfinden, sowas. Richtig. Wir glauben ganz fest an dich, Jakob. Ja.
So, Freistoß jetzt für die Ulmer nach diesem Kopfballduell vorhin mit André Becker. Christian Ortag hat den Ball sich parat gelegt. Ein Meter außerhalb des 16ers schlägt den Ball jetzt hoch und weit in die gegnerische Hälfte. Da gewinnt Michael Schulz zunächst mal das Kopfballduell. Handle holt sich den Ball, spielt nach vorne auf Becker. Becker lässt prallen, gibt auf Bogicevic. Bogicevic liegt hoch, aber auf Becker. Becker jetzt im Laufduell mit Reichert. Reichert legt zurück auf Ortag. Becker geht Ortag an, aber Ortag kann auf rechts zunächst mal den Ball in Sicherheit bringen. Dann ein weiter Ball der Ulmer nach vorne in Richtung des Mittelkreises. Da ist Greger mit dem Kopf. Köpft zunächst mal auf Handle. Handle gibt weiter auf Russo und Russo wird da ordentlich zu Fall gebracht von Max Brandt. Und da kommt Fabian Michel und erzählt dem Max Brandt mal. Ja, war auch mein Gedanke, das wäre jetzt so das erste gelbwürdige Ding gewesen. Aber ich glaube, sie belässt es noch bei einer Ermahnung. Ja, da wird keine Karte mehr folgen. Aber zumindest folgt ein Freistoß für die Viktoria aus. 40 Meter in halblinker Position. Ist natürlich eine schöne Position, um eine Flanke im Strafraum Richtung Elfmeterpunkt zu schlagen, würde ich mal sagen. Marseiler legt sich den Ball zurecht. Als Rechtsfuß wird der Schnitt dann mit Sicherheit in Richtung der Strafraumkante kommen. Die ganzen Spieler haben auf einer Linie Aufstellung genommen, laufen jetzt in den Strafraum ein und Marseiler spielt kurz auf Bogicevic. Bogicevic bringt den hohen Ball dann in den Strafraum. Da ist aber Johannes Reichert, der Kapitän der Ulmer, zur Stelle kann rausklären und die Ulmer mit der Kontermöglichkeit sehr stark erlaufen von Marseiler. Unterbindet den Konter von Romario Rösch, wird dabei aber von Rösch zu Fall gebracht. Jetzt gibt es hier laute Unmutsbekundungen auf der Tribüne, die da eine klare Karte für Rösch fordern, was aber, soweit ich das überblicken kann, auch nicht erfolgen wird zunächst einmal. Romario Rösch, übrigens in Neu-Ulm geboren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Verhältnis von Neu-Ulm zu Ulm ist, ob das sowas wie Ehrenfeld und Neu-Ehrenfeld ist, bin ich komplett überfragt. Also wird ein Unterschied sein zwischen Köln und Neukölln? Kann genauso sein, ja, aber für mich ist auch ehrlich gesagt alles, was südlich von Koblenz ist, ist ein und dasselbe. Ja, da wird sich jeder Franke, Bayer und Hesse freuen. Ja. Das ist, ja, tut mir leid, ist aber einfach so. So, jetzt der hohe Ball in den Strafraum. Marseiler ist ein bisschen über die Strafraumkante hinaus, hat aber den Ball, legt erstmal ab auf Bogicevic. Bogicevic mit links flach in den Strafraum, da ist Fritz aus der Drehung, kommt zum Abschluss, da blockt ein Münsteraner. Nein, ein Ulmer, ich bin immer noch in Gedanken hier in Münster, mein Gott, was ist da los? Ja, war auch ein Aufsteiger, gegen den wir nicht gut ausgesehen haben, vielleicht deswegen. Jetzt ist voll erstmal aus dem eigenen Strafraum geeilt, um den Ball weiter nach vorne zu spielen. Handle jetzt mit einer Flanke auf Becker. Becker legt per Kopf ab auf Lorch, aber der kommt leider nicht ganz dran. Wieder ist es Johannes Reichert, der Mannschaftskapitän und Turm in der Schlacht in der Ulmer Defensive. Ich hätte gerade fast schon wieder Münster gesagt. 21 Minuten gespielt hier im Sportpark Höhenberg. Das heißt, die erste Hälfte der ersten Hälfte ist beinahe rum. 0:2 liegt die Viktoria bereits zurück durch zwei Treffer in der 5. und in der 12. Minute von Leo Schienza. Vom SSV Ulm. Für den lieben Chris. Leider, ja. Ja, 2-0 habt ihr gerade gehört. Und wenn ich mir die unsere Schiedsrichter nochmal angucke, die, Fabienne Michel, die sieht aus wie Mandy Islacker. Und jo, die spielen morgen übrigens bei Olympia Köln um 16.30 Uhr. Also wer Zeit und Bock hat, kann sich das Spiel gerne bei Olympia angucken. Unsere Damenmannschaft ist ja sehr erfolgreich. Absolut. Platz 1 in der Liga in ihrer Premierensaison. Das kann ich alles erzählen, weil momentan läuft nicht viel um Platz. Ben Voll hat jetzt die kurze Spieleröffnung gemacht. Russo verliert schon wieder den Ball an einen Münster, Münster, jetzt hast du mich angesteckt, lieber Chris. Entschuldigung. Also unfassbar, der Kerl. Schesser hat den Ball weitergespielt. So, das ist Brand mit der Flanke von rechts in den Strafraum. Flach kann zunächst geklärt werden, dann Rösch den Abpraller. Ja, den trifft er nicht ganz, der Ball. Das wäre es jetzt gewesen, dritter Schuss, drittes Tor. Also ja. Es war nicht Schienza, es war Rösch. Ja. Das ist, ein Rösch macht noch keinen Schienza, wie man so sagt. Ein Spatz macht noch keinen Sommer, oder war das eine Taube? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Gemüse halt. So, Ben Voll jetzt mit dem Ball in der Hand, macht einen weiten Abschlag. Oh, den macht er ganz flach. Ob das beabsichtigt war, weiß ich nicht. Aber der Ball kommt im Mittelkreis zu Becker. Bogicevic, aber da ist mal wieder Johannes Reichert dazwischen. Aber das muss man jetzt mal schaffen, den Ball hoch anzusetzen, aber ja, also über die Grashalme das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das beabsichtigt war. Der muss uns das erklären. Genau, dann fragen wir nach dem Spiel mal nach. So, Moritz Fritz jetzt im Zweikampf mit Dennis Cesar, bringt ihn zu, nein, das ist gar nicht Dennis Cesar, das ist Felix Hiegel, richtig. Ja. Bringt ihn zu Fall und Hiegel bekommt diesen Freistoß zugesprochen von Fabian Michel. Das sind so 45 Meter von der Ulmer Torauslinie entfernt, also nah dran an der Mittellinie. Der Ball bei Meier, der rollt ihn direkt mal ein paar Meter nach vorne. Jetzt kommt Marseiler und kickt ihn wieder ein paar Meter zurück. Da beschwert sich Johannes Reichert, aber Fabian Michel sagt, das ist vollkommen korrekt, da ja dein eigener Spieler den Ball erst unsachgemäß nach vorne beordert hat. Jetzt hat Reichert den Freistoß ausgeführt, schlägt ihn auf den linken Flügel. Das dürfte Romario Rösch sein, der den Ball da zunächst mal ins Zentrum auf Max Brandt spielt. Brandt auf den rechten Flügel auf Allgeier. Allgeier Passwege schön zugestellt von Handler und Marseiler, muss deswegen zurückspielen auf Thomas Geier. Geier gibt weiter auf
Johannes Reichert in der eigenen Dreierkette gibt nach links auf Jabro. Der wird angegangen von Bogicevic, kann aber auf den Flügel auf Rösch spielen. Das Zuspiel kommt aber nicht ganz an. Da war aber deswegen auch noch ein Viktorianer dazwischen. Deswegen kam es nicht ganz an. Und es gibt Einwurf für die Ulmer bereits ausgeführt. Der Ball bei Cessa. Und gleichzeitig ist da jemand zu Fall gebracht worden. Ja, aber der Moritz Fritz hat auch schon richtig angezeigt. Da war eigentlich nichts gewesen. Er hat sich eingehakt beim Fritz. Kann man hinten nicht hinfallen lassen. Hat auch seinen Freischuss bekommen. Aber ja, mehr aber auch nicht halt. Ja, die Ulmer Fans, die wir auf der Gegend gerade sehen, die sind echt bestens gelaunt. Klar, mit 2-0 Vorsprung. Ja, wäre ich auch. Wäre mal auch das. Ja. Die geben gut Stimmung. Block 11 heute nicht so ganz gut gefüllt. Die Jungs geben auch alles ihr Bestes. Aber wir haben gerade letzte Woche in Münster gemerkt, was es heißt, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das war eigentlich einer der besten Stimmungen, die ich bei Viktoria je erlebt habe. Das war so unfassbar gut. Wir waren ja auf der Haupttribüne so ein bisschen von euch aus gesehen nach rechts versetzt. Das heißt, wir waren euch ziemlich genau gegenüber. Und wir haben das so gut mitbekommen. Ich habe echt zwischendurch Gänsehaut gehabt. So, zwischenzeitlich ist der Freistoß ausgeführt worden. Ulmer Spieler, den ausgeführt hat, ist natürlich auch ausgerutscht. André Becker springt jetzt unterm Ball durch. Die Viktoria bekommt den Ball momentan nicht weg. Die Ulmer sind weiter im Ballbesitz mit Max Brandt, Cessa. Alles über die linke Seite der Ulmer Seite. Paco dazwischen. Aber das wird von zwei Mann angelaufen. Und so hat jetzt... Oh, wir haben jetzt gerade mal aufpassen, weil sie den Ball nicht geklärt haben. Jetzt ein Schuss aus der zweiten Reihe. Boah! Ja. Viktoria bekommt den Ball über Paco nicht weg. Der wusste nicht, ob er den Ball ins Ausgehen lassen sollte oder nicht. Ganz genau, wegen der Ecke halt. Und das war der Fehler gewesen. So hat ein Ulmer Spieler den Ball geschnappt und hat ihn dann auf Bastian Allgeier gegeben. Und der schießt einfach mal knapp aus 20 Meter aufs Tor. Knapp drüber. So Abschluss für die Viktoria. Das alles in der 25. Spielminute. Genau, nach wie vor der Spielstand 0-2 im Sportpark Höhenberg. Durch die beiden Tore von Leo Schenzer. Und jetzt kriegen sie die kurze Spieleröffnung sogar nicht hin. In einer halbwegs sauberen Art und Weise, sodass im Endeffekt der Ball einfach nur blind rausgepölt werden muss und die Ulmer in Ballbesitz kommen. Schöner Pass von Meier auf Cessa. Cessa legt wiederum ab auf Meier. Da ist Lorch dazwischen. Bearbeitet Meier, aber Meier kann den Ball zunächst mal zurück auf Geier spielen. Nein, das ist Allgeier. Naja, irgendein Geier halt ist es. Es ist 16.30 Uhr, ist nicht unsere Zeit, Chris. Also absolut nicht. Aber uns ist es auch selten mal unsere Zeit. Wenn wir um 13 Uhr Anschluss haben, sagen wir auch mal, es ist nicht unsere Zeit. Natürlich. Das ist ja viel zu früh. Heute ist es zu spät. Aber noch nicht zu spät ist es, um hier was auszurichten. Simon Handle versucht das gerade, aber muss, da er keine Möglichkeit findet, den Ball erstmal zurück auf Gregor spielen. Gregor gibt weiter ins Zentrum auf Moritz Fritz. Vielleicht hat Olaf Jansen auch einfach unseren Podcast gehört. Bezüglich der Aufstellung von Moritz Fritz. Ich habe ja gesagt, ich sehe ihn lieber in der Dreierkette. Ja, du hast auch Luca Marsala schon den Abgang in der Winterpause nahegelegt. Also ihr könnt euch den Podcast gerne anhören. Ihr habt ja schon am Anfang unserer Übertragung gemerkt, wie unser Jingle ist für den Podcast. Stimmt, ja. Also wie gesagt, 42 Minuten geballte Fachkompetenz von Jakob und von Chris. Und da wird philosophiert in der Winterpause, wo wir nachlegen sollten und müssen. Und da hat der Chris sich super vorbereitet. Das war unser bester Podcast, den wir bisher produziert haben. Oh, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es war vielleicht der am besten Vorbereitete. Das mag vielleicht sein. Einigen wir uns auf den längsten. Ja, das war er definitiv, mit Abstand sogar. Wo wir gerade beim Thema längsten sind. Oh Gott, nee, den machst du nicht, wie ich jetzt den Chris, den machst du nicht. Den machst du nicht, Chris. Am längsten bei uns auf dem Platz ist André Becker. Also jetzt körperlich, nicht von der Zeit her. Kann aber nichtsdestotrotz den Zweikampf leider nicht gewinnen. Der Ball ist aber trotzdem im Endeffekt dann bei der Viktoria. Paco will zurückspielen, aber da ist Jensa einfach so dazwischen. Kein Problem. Und dann will Romario Rösch an Michael Schulz vorbeigehen. Und der zeigt, dass das dann durchaus wehtun kann. Oder war das Moritz Fritz? Ich habe es gar nicht genau gesehen. Auf jeden Fall gibt es die erste gelbe Karte. Egal, es müsste Schulz sein. Ja, wenn Schulz gewesen ist, dann sehe ich den persönlich nächste Woche in Regensburg nicht. Das ist die fünfte gelbe Karte. Stimmt. Das ist ärgerlich. Aber ich sag mal, es ist jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt, weil Lars Dietz wieder da ist und Kubata eine gute Partie in Münster gemacht hat. Da kann man einen Ausfall in der Dreierkette eher verkraften als zu der Zeit, als Dietz noch ausgefallen und Gregor gesperrt war. So, wir müssen mal gerade gucken. Ein Spieler von uns liegt unten am Boden. Das ist aber auf jeden Fall Fritz. Ja, genau. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Was mich auch in der Vorbereitung ein bisschen gewundert hatte, Moritz Fritz ist der Spieler, der die meisten Einsätze bei uns hat mit 16. Und Handle. Ja, aber du musst gucken, die Minutenzahl mal angucken. Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Das ist unter 1000. Und wenn du alle Spiele gemacht hättest, da kämpfst du auf jeden Fall auf vierstellige Zahlen. Und das hat Fritz gar nicht. Er war ja teilweise nur Ersatzspieler in der Saison gewesen bei uns. Da merkt ihr, Daniel hat mir ja mal vor Jahren vorgeworfen, ich hätte Mathe-Leistungskurs abgewählt. Aber da für ihn 1000 keine vierstellige Zahl ist, glaube ich, sieht das bei ihm da auch nicht viel besser aus. Ich habe gesagt, keine vierstellige Zahl erreicht, weil wir 16 einsetzen. So, Freunde, nachdem wir jetzt Chris und ich wieder zerstritten sind. Ja, endlich mal wieder.
So, der gute Felix, der mit der Taktiktafel, der zeigt uns an, dass Olaf Jansen jetzt gleich durchtauschen wird. Oh. Und eine erste taktische Veränderung wahrscheinlich vornehmen wird, denn David Philipp macht sich wohl für seinen Einsatz bereit. Für wen, Chris? Was tippst du? Der ist, ja, Fritz Humpel zur Seitenauslinie. Da wäre natürlich der Verdacht nahe, dass es für Fritz ist. Dann würde Bogicevic zurück auf die 8 rücken. Felix nickt. Und Philipp dann auf die Bogicevic-Position gehen. Wenn man von Felix das Nicken bekommt, dann heißt das, man ist auf einem guten Weg. Weil der weiß das ja meistens schon, bevor Olaf Jansen das weiß. So wie jetzt gerade die Ulmer zum Glück nicht ganz genau wissen, was sie mit ihrem Ballbesitz in unserem Strafraum anfangen sollen. Denn da konnte Lorch den Ball erstmal rausköpfen. Den zweiten Ball köpft Marseiler dann ins Halbfeld. Die nächste Flanke der Ulmer, da kommt Felix Hiegel fast an den Ball, aber zum Glück nur fast. Also ganz schlimm ist, wenn du mit Besnik kommentierst, der kann dir sofort sagen, wer eingewechselt wird immer. Das ist ganz schlimm. Das tut man sich immer wieder, also Besnik weiß es immer. So, Franco Fischer hat immer noch die Technik noch nicht so ganz im Griff. Er versucht immer noch das Radio anlaufen zu bringen, dass er uns hören kann. Und es klappt nicht. Ja, das habe ich ja leider schon mal verschiedentlich vernommen, dass das mit unserem Player nicht ganz so rund ist. Er reagiert aber auf unsere Sprache, deswegen frage ich, wieso hört er überhaupt das Radio oder das Internet, wenn er uns eh so hören kann. Weil du so laut am Quatschen bist. Natürlich. So, jetzt quatschen wir uns mal weiter über das Spiel. Und 30. Wir sehen, dass Spielminute. Dass David Philipp sich zunächst mal wieder von der Bank entfernt hat und sich drüben auf der Seite vor dem Fitnesszelt, heißt es offiziell Fitnesszelt, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall das Zelt mit den Fitnessgeräten, dort macht er sich jetzt wieder warm. Ich hätte das Frühkölsch-Zelt gesagt. Das würde auch passen, ja, aber ja. Wir machen da kein Name-Dropping hier. Du nicht? Das nichts für? Da habe ich besser mich verkauft dazu, Chris. Ja. Manche machen nicht alles für Geld. Ha, der war nicht schlecht, oder? Nee, nee. Also wer den längsten vorhin schon reingebracht hat. So, den längsten Abschlag, den hat jetzt gerade auf jeden Fall Ben Voll bis auf die gegnerische Seite ins Seitenaus getätigt. Dort gibt es deswegen jetzt auch Einwurf für den SSV Ulm. Wir haben jetzt genau fast auf die Sekunde 30 Minuten gespielt hier im Sportpark Höhenberg. Nach wie vor führen die Gäste aus Ulm mit 2:0 durch zwei Treffer von Leo Schienza. Einwurf für den SSV Ulm jetzt von deren linker Seite. Zunächst mal auf Hiegel. Hiegel lässt abtropfen, da ist Russo. Russo erobert den Ball, will nach vorne spielen auf Bogicevic. Der wird zu Fall gebracht. Ungefähr auf Höhe der Mittellinie gibt es da Freistoß für die Viktoria. Ist noch nicht ausgeführt. Die ist auch noch nicht ganz entschieden, glaube ich, wer den Freistoß tatsächlich ausführen soll. Ich glaube, jetzt hat sich Michael Schulz dazu durchgerungen, damit auch erstmal alle Spieler sich ordnen und in die ordnungsgemäß gewünschte Position begeben können. Schulz nimmt jetzt keinen sonderlich großen Anlauf, sieht mehr nach einer kurzen Ausführung aus. Lorch würde da bereitstehen. Nee, dann macht dann Diago, hallo Besnik, auf Chris Greger. Greger spielt in den Mittelkreis auf Lorch. Der wird angegangen von Hiegel und dann sind die Ulmer wieder im Ballbesitz. Machen es schnell und dann steht zum Glück Chris Greger bei einem Pass in die Schnittstelle im Weg. Michael Schulz spielt dann zunächst mal zurück auf Voll. Voll schlägt den Ball nach vorne bis in den Mittelkreis. Da ist Becker und Reichert. Ich glaube, die beiden, die werden sich heute auch, wahrscheinlich heute Abend noch gemeinsam irgendwo in einem zum Käffchen treffen oder so. So oft, wie die jetzt heute schon miteinander auf Körperkontakt und auf Tuchfühlung gegangen sind. Nichtsdestotrotz sind es jetzt mal wieder die Ulmer, die einen Konter starten. Hiegel dreht sich im Mittelkreis einmal um die eigene Achse, spielt nach rechts raus auf Chesser. Chesser hat ein bisschen Platz, ist schon im Strafraum, kommt zum Abschluss, jetzt in diesem Moment, aber der war sehr, sehr schlecht. Einfach nur in Richtung des Tores gestochert. Ja, aber hast du gesehen, wie der dreimal von uns nass gemacht hat? Also am Ball ist der klasse, der Mann. Also, muss sagen, wäre ein starker Spieler, also hat er echt gut gemacht. So, jetzt zeigt der Felix uns nochmal die Tafel mit dem Namen Philipp. Ich reagiere da gar nicht drauf. Erst wenn Philipp auf dem Platz ist, wenn er kommt, vorher reagiere ich ja nicht mehr drauf. Ja, aber da muss ich sagen, du lässt da wirklich außer Acht, dass der Felix besser als der Olaf Jansen weiß, wer wann ins Spiel kommt. Olaf Jansen befolgt im Endeffekt nur die Anweisung, so, die Felix sich gibt. Das war jetzt Mist gewesen. Das war Alter, Ben das Voll unbedrängt, spielt den Ball auf die linke Seite, aber ins Seitenaus. So gibt es den ersten Eckball. Man darf es ja kaum glauben. 32 Spielminuten, noch keine Ecke bisher. Ja, das war die Tücken der kurzen Spieleröffnung. Wenn man sich dabei selbst ausspielt und im Endeffekt den Ball ins Aus, das ist natürlich vollkommen blöd. Ich glaube, ich werde gleich mal in der Halbzeitpause Franco fragen, was er von der kurzen Spieleröffnung hält. Da haben wir ja mal einen Torwart. Stimmt. Aber jetzt haben wir erstmal eine Ecke für den SSV Ulm. Ja, aber erstmal werden die Schuhe zugemacht. Ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen Zeit natürlich. Chesser und Schienza stehen da bereit. Schienza würde sich den Ball gerne kurz zuspielen lassen. Chesser als Linksfuß mit der Ecke von rechts schnitt zum Tor hin, wenn er es denn hoch und weit bracht. Der Linienrichter sagt, du darfst jetzt. Und der Ball kommt von Chesser hoch in den Strafraum. Da ist aber das Haupt von Lorch hauptsächlich dafür verantwortlich, dass der Ball zunächst noch rausgeklärt wird. Den zweiten Ball haben sich die Ulmer aber wiederholen. Da will Romario Rösch ins Zentrum passen. Da ist, ich glaube, Moritz Fritz dazwischen gewesen. Ja, sie haben den Geschmack gekommen. Zweite Ecke. Ja, klärt zur Ecke diesmal von der anderen Seite. Also Ecke von links. Da macht sich jetzt Schienza auf den Weg. Auch Chesser ist wieder dabei. Diesmal wäre es genau umgekehrt, dass Schienza, wenn den Ball
direkt bringt und Chesser als wie sagt man, kurze Anspielstation zur Verfügung stünde. Und genauso passiert es auch. Der Ball wird kurz auf Chesser gespielt, der geht erstmal weiter auf Schenzer, der von der Strafraumkante mit einer schönen Flanke und Ben Voll kann den Ball erstmal weit auf die andere Seite klären. Da kullert der Ball bis ins Seitenaus. Einwurf vom Kapitän von Johannes Reichert. Reichert, nein. Das ist wahrscheinlich bei den Ulmern keine Chefsache, sondern die haben da auch ihre Verantwortlichen für. Dann wird das wahrscheinlich Allgeier sein, der Schienenspieler von der rechten Seite. Ganz genau so ist es. Nimmt da so weit Anlauf, wie die Werbebanden ihm das erlauben. Hat den Ball nach wie vor der Brust. Jetzt zeigt er nochmal an, was er vorhat. Alle Spieler im Strafraum oder davor. Weiter Einwurf von Allgeier. Und da können Fritz und Lorch in Personalunion klären. Marseiler startete den Gegenangriff, wurde aber unterbunden. Der Ball trudelt ins Seitenaus. Einwurf für den SSV Ulm. Also Brenzke hat jetzt angezeigt beim Linienrichter, er will wechseln. Also jetzt kommt doch David Philipp gleich rein. Sind wir mal gespannt. Was hattet ihr gesagt, Moritz Fritz raus? Habt ihr getippt, ne? Ne, das war halt mein Verdacht, weil er zu der Zeit zur Seitenauslinie gehumpelt ist. Aber jetzt, aber ich würde tatsächlich sogar dabei bleiben. Ja. So, die Ulmer sind im Angriff, spielen den Ball in Strafe vom Rheinstädter, kommt nicht dran. Russo mit dem Hackentrick nach hinten, sieht immer schön aus, wenn es klappt, auf Schulz. Jetzt wieder auf Russo. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Platz, wenn wir uns mal ein bisschen Gas geben würden. Donny Bogicevic hat den Ball, spielt zu unsauber. Die Ulmer können den Ball erlaufen. Ja, Jemias Losch tritt auch über den Ball noch. So hat der SSV Ulm den Ball wieder, spielt jetzt schön hinten rum. Tja. 35. Spielminute, immer noch 0-2. Ein gebrauchter Tag bis jetzt. Johannes Reichert knallt den Ball nach vorne. Die Viktoria kann den Ball ablaufen mit Doni Bogicevic. Auch André Becker setzt seinen Körper ein. Aber der macht heute auch wieder eine sehr unglückliche Figur wieder, würde ich sagen. Ja, aber er bekommt ja auch kaum was Gescheites mal serviert. Ne? Was soll er machen? Ja, aber ich meine, er hängt da in der Luft. Ich habe den Fanabend noch in Erinnerung, wie der Stefan Küster sagt, das Spiel ist nicht auf ihn aufgebaut. Nur wenn ich, dann darf ich noch nicht spielen lassen. Klar. So, Luca Masala holt sie mal auf wieder im eigenen Strafraum auf Simon Hantle, der auch auf dem 16er steht, auf der Höhe. Richtung Mittellinie zu André Becker, der nimmt den Ball an, aber unsauber angenommen von Jemias Losch. Die Ulmer spielen auch unsauber, so hat Hantle den Ball wieder. Der spielt jetzt zurück auf Chris Krieger, wird angelaufen von Felix Hiegel. Ben Voll, rechte Seite jetzt auf Moritz Fritz, der spielt auf Donny Bogicevic, der auch ziemlich weit hinten ist. Also die Ulmer laufen uns jetzt wieder hoch an und die Viktoria hat irgendwie kaum Zeit zum Atmen, wenn sie den Ball haben. Ben Voll muss auch gucken, was er machen kann. Tja, Ben Voll lässt sich Zeit. Jungs, wir sind 2-0 am Verlieren, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsam Gas geben. Ihr müsst euch mal ein bisschen bewegen da unten. Ben Voll hat immer noch den Ball und du siehst, er kann keinen anspielen hier. Guck mal, als ob wir jetzt eine Gedenkminute da unten machen, als ob wir Tag des Denkmals haben da unten. Freunde. Nein, das ist Tag des Ehrenamtes. Und Tag des Ehrenamtes, ja. So, jetzt Lorch im Mittelkreis zu Fall gebracht, aber Schiedsrichterin Michel lässt Vorteil gelten. Marseiler treibt den Ball auf halb links nach vorne, legt dann auf links raus auf Handle, der auf Höhe des 16-Meter-Raums sich bereits befindet. Mit rechts so eine halb hohe Flanke in den Strafraum, das ist weder Fisch noch Fleisch und deswegen auch kein Problem für Johannes Reichert rauszuklären. Der zweite Ball aber dann bei Michael Schulz, der spielt nach rechts auf Paco. Paco dann mit einer hohen Flanke in den Strafraum. Ortak kommt so halb raus, Handle am Ball vorbei, dann zieht Marseiler ab und da kann Thomas Geier gerade noch klären. Da wäre vielleicht dann unter anderem Simon Handle in der Mitte bereit gewesen. So, jetzt sind wir mal gespannt, was der Hagen anzeigt. Es ist Moritz Fritz, der den Platz verlässt für David Philipp. Spielminute Auswechslung bei unserer Viktoria, präsentiert von Edo Personalservice. Wir verabschieden aus dem Spiel unsere Nummer 3. Ja, er humpelt auch vom Platz, der Moritz Fritz. Also ganz rund läuft es bei ihm nicht. Ja, ja. Ist auf jeden Fall die offensivere Variante. Klar, nach 0-2 muss man da Ebert machen halt. Erste Ecke übrigens für die Viktoria. Nach Ecken steht es 1-2 und vielleicht nach der Ecke auch 1-2, Chris. Ich bin dafür. Ecke von links, das ist Donny Bogicevic als Rechtsfuß, der da bereitsteht. Marseiler wäre noch eine kurze Anspielstation. Philipp gibt noch kurz ein paar Anweisungen an Simon Handle und nähert sich jetzt dem Strafraum. Das Spiel ist wiederum freigegeben. Der Ball von Bogicevic kommt in den Strafraum und da wäre Becker fast an den Ball gekommen. Aber der zweite Ball ist bei Paco. Paco flankt in den Strafraum, da wäre Michael Schulz fast, aber dann Russo zieht ab. Noch einmal Russo am Ball, der erste war geblockt worden, legt dann aber auf Marseiler und der... Ja. Mit einem schönen angeschnittenen Schuss, aber leider ein paar Meter drüber. Nach längerer Zeit der Trostlosigkeit würde ich sagen, mal wieder eine gute Chance. Auch beim Paco habe ich auch überlegt, warum schießt du nicht mal einfach aus 20 Meter aufs Tor? Kann er auch, hat ja, er schon klar. Bewiesen. Ne? Absolut. Besonders, richtig. Wo die Ulmer da ziemlich eng da hinten stehen halt. Ne? Ja, Christian Ortak lässt sich natürlich jetzt wieder sehr viel Zeit. Auch die Ulmer wollen die kurze Spieleröffnung machen. Wahrscheinlich läuft es so ab. Was haben wir jetzt? Genau. Schiedsrichter Fabian Michel zeigt an, macht mal voran. Ja, ich meine, mit dem Zeitspiel schon in der ersten Halbzeit anzufangen, ist auch ein bisschen abenteuerlich. Ne? Das kann sich und wird sich hoffentlich auch rächen.
So, Kopfball jetzt von Schulz in Richtung des Strafraumzentrums auf Becker abgelegt. Der verliert aber leider den Ball. Die Viktoria kann den zweiten Ball aber erobern durch Russo, der mit einem Hechtkopfball den Ball zurück auf Chris Krieger gibt. In der eigenen Hälfte jetzt Jere Lorch, der jetzt natürlich der Mittelmann der Dreierkette ist, die Position von Moritz Fritz geerbt hat. Und Donny Bogicevic die Position von Lorch wiederum im Mittelfeld eingenommen hat, wodurch die Position von Bogicevic frei geworden ist und die jetzt David Philipp bekleidet. Sehr schön erklärt, lieber Chris. Ich habe es verstanden. Das freut mich. Dann verstehst du bestimmt auch irgendwann noch, warum da die 1000 sehr wohl eine vierstellige Zahl ist. Ich glaube, ich werde das Ding nochmal nachhören, Chris. Ne, was heißt, du glaubst? Du wirst es ja wohl ich hoffentlich nachhören. Ich würde natürlich. So wie ihr hoffentlich da draußen auch auf YouTube oder unserem Webradio. Was heißt oder? Und? Und beides Webradio. Könnt ihr abhören. Ja, und beides werdet ihr natürlich auch. Weil da hört ihr, dass ihr eine wunderschöne Flanke von Stefano Russo in den gegnerischen Strafraum geschlagen bekommen haben, die aber leider Christian Ortak problemlos abfangen konnte. Der Münsteraner Torwart, Chris, oder ist das der Ulmer? Das ist, der hat schon für einige, also der ist, was Vereine angeht, nicht sehr wählerisch. Hat schon bei Stuttgarter Kickers gespielt, Ingolstadt 2 haben wir da auf der Liste stehen, den KSC 2, da war bestimmt auch irgendwann mal Münster dazwischen. Aber aus dem Südwesten ist er nicht rausgekommen scheinbar. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Viktoria schon wieder den Ball verloren. Uns aber gespielt. Ben Voll hält einen Schuss von Felix Siegel. Viktoria kriegt den Ball nicht raus. Siegel wieder am Ball im Strafraum. Spielt zurück. So, jetzt könnt ihr Viktoria sich hinten ein bisschen sammeln. Wieder eine Flanke in den Strafraum rein. Alter. So, wei. Und Chester stand schon wieder da. Der hat fast sein drittes Tor gemacht. Also hat die Viktoria hinten wieder gepennt. So, Handle kann aber dann zunächst mal klären, bis in die gegnerische Hälfte. Handle da, nein Quatsch, das ist Becker. Sie sehen sich ja fast. Nee, Handle und Becker sehen sich wie ähnlich. Wie Zwillinge quasi. Genau, nur 30 cm. Ja. Da sind wir wieder bei den Längen und 30 cm, Chris. Oh Gott. Schau, ja. Das wird der FSK 16 Radioübertragung. Ich glaube, in der Halbzeit übernimmt Felix, weil... Genau, und Jakob kommt aus dem Krankenbett raus. So wird es wahrscheinlich sein. Und danach hört er uns nie wieder. Ja. So, nie wieder hören wir hoffentlich auch, dass die Ulmer am Ball sind, aber das ist leider ziemlich unwahrscheinlich, denn es ist gerade Freistoß für den SSV Ulm entschieden worden, was einen folgenden Ballbesitz für die Ulmer relativ wahrscheinlich macht. Der Ball ich würde dir nicht widersprechen, Chris. Ja, das ist richtig. Besser ist das. Am Rand des Mittelkreises liegt der Ball da bei, ich glaube, das ist Johannes Reichert, der Mannschaftskapitän. Relativ leicht daran zu erkennen, da einer der ganz wenigen Ulmern mit kurzen Ärmeln ist, außer ihm nur noch Dennis Chesser. Und ich glaube, ja tatsächlich, die anderen haben alle zumindest so ein Thermo-Unterhemd darunter, unter den kurzärmeligen Trikots. Also bei uns sehe ich eigentlich nur Paco mit kurzärmelig. Was haben wir noch? Sonst auch nichts, ne? Richtig, ja. So, jetzt Freistoß für die Viktoria, nachdem die Ulmer sich da versucht haben, den Ball in unserer Hälfte zuzuspielen. Ne, Einwurf gibt es von Handle. Handle, da war der Ball wahrscheinlich über die Seitenauslinie geraten. War drüber gewesen, ja. Ja, Handle jetzt mit dem Einwurf in Richtung Mittellinie. Becker kommt da nicht ins Kopfballduell mit Geier. Der Ball aber zum Glück trotzdem über die Seitenauslinie. Einwurf für die Viktoria durch Simon Handle von der linken Seite. Ja, Janik Ruppert, der vierte Offizielle, hat den Ball jetzt wieder zurückgespielt, sodass wir den Einwurf ausführen konnten. Viktoria hat den Einwurf schnell ausgeführt. Ben Voll hat jetzt den Ball. Das heißt, unser Torwart ist jetzt im Spiel. Spielt jetzt rechts raus zu Michel Schulz. Der wird angelaufen von einem Ulmer Spieler. Das hoffentlich merkt der Schulz auch. So, Chris Krieger hat den Ball. Chesner läuft ihn an. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Thomas Geier läuft jetzt Krieger. Luca Maseiler, selbst der ist wieder ziemlich weit hinten. Simon Handel natürlich im Kopfballduell gegen Ulmer Spieler natürlich meistens unterlegen, hat aber dennoch den Einwurf rausgeholt. Simon Handel hat den Ball. Schaut, wie er anspielen kann. Die Ulmer stehen auch wirklich sehr geschickt da. Also sie machen ja alles zu. Jetzt hat Russo den Ball, wird angelaufen wieder von zwei Ulmer Spielern. Simon Handel schießt einen Ulmer an, nachdem er den Ball von Russo wiederbekommen hat. So. Hiegel hat den Ball. Der kann ja schalten und walten, was er will. Die linke Seite ist komplett frei dahin. Da müssen wir auch noch aufpassen. Während unsere rechte Seite verwaist ist, ist die Ulmer linke Seite immer frei. Und da kommen auch einige gefährliche Angriffe. So, jetzt André Becker mal im Zweikampf mit Ulmer spielen. Und endlich mal kein Foulspiel gegen Becker gepfiffen. So, David Philipp hat den Ball. Spielt in den Schnittstelle zu Donny Bogicevic. Der kann den Ball unter Kontrolle kriegen. Ah, aber leider nicht ganz. Aber der zweite Ball bei David Philipp, der spielt in den Strafraum auf Maseiler. Maseiler gibt auf links auf Handle. Handle mit der Flanke hoch und weit in den Strafraum. Becker springt knapp unter dem Ball durch. Paco mit der Chance, an den zweiten Ball zu kommen. Nicht gelungen. Die Ulmer klären bis weit in die gegnerische Hälfte. Ben Volder weit aus dem Kasten geeilt, um das Spiel direkt wieder schnell zu machen. Gibt den Ball auf Lorch, der ist am Mittelkreis, spielt nach links raus auf Chris Krieger. Der Ball bereits wieder in der Hälfte der Ulmer. Krieger auf Maseiler, der muss dann zunächst zurück auf Krieger in unsere eigene Hälfte spielen. 43. Spielminute hier im Sportpark Höhenberg, inzwischen angebrochen. Wir nähern uns also der Halbzeitpause. Und um mal wieder den Bogen zu Münster zu schlagen, wenn wir es den Münsteranern gleich tun wollen und aus einem 0-2 wie die letzte Woche gegen uns noch vor der Pause ein 2-2 machen wollen, dann wird es langsam Zeit. Ja, ich meine, wie gesagt, noch ist nichts verloren, liebe Freunde. Wir sind zwar 2-0 im Rückstand, aber ich muss sagen, die Ulmer haben jetzt auch nicht so viele Chancen gehabt in dem Spiel. Haben zwei Tore gemacht. Das heißt also,
ein, zwei vor der Pause, ein, zwei kurz nach der Pause und wir sind wieder im Geschehen drin. Also noch ist hier nichts verloren im Hürnberger Sportpark. Nein, selbstverständlich nicht. Schulz hat jetzt hier sich ein bisschen rabiat im Zweikampf durchgesetzt auf Höhe der Mittellinie. Deswegen Freistoß für den SSV Ulm. Ja, gerade ist ein Ulmer-Spieler, der behandelt wird. Ich kann euch mal kurz sagen, wie es weitergeht. Morgen früh in der A-Junioren-Bundesliga, unsere 19, empfängt Bayer Leverkusen morgens um 11 in Troisdorf. Dann unsere B-Junioren spielen bei Rot-Weiß Essen um 13.30 Uhr. Und wie vorhin schon kurz gesagt, Olympia Köln gegen unsere Damenmannschaft von der Viktoria Anschluss ist um 16.30 Uhr. Jo, das ist doch mal ein super Service. Danke dir, Daniel. Bitte. Da wisst ihr direkt mal, wie ihr euren Sonntag verplant und verbringt. Besser als irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt überteuerten Glühwein zu trinken und von Milliarden von Menschen angerempelt. Ja, ich bin tatsächlich auch mal belegen. Ich habe die Damenmannschaft mir schon häufiger angeguckt und vielleicht mache ich das sogar. Aber ich finde natürlich auch Sonntagnachmittags auch wieder eine undankbare Zeit. Meist sehr schattig. Das ist richtig. Das ist ja quasi die Zeit wie jetzt auch. Und ich habe so viele Schichten an und mir ist trotzdem jetzt nicht unbedingt warm. Warm wird mir allerdings regelmäßig, wenn ich Donny Bogicevic am Ball sehe, denn das ist immer wieder eine Freude. Spielt jetzt hier gerade mal zurück auf Greger, der gibt auf voll dafür weiter auf rechts auf Schulz. Jetzt mal die Möglichkeit, das Spiel ein bisschen schnell zu machen. Noch eine gute Minute regulär in der ersten Halbzeit zu spielen. Russo treibt den Ball jetzt nach vorne mit dem Diago zunächst mal auf Bogicevic, der im Moment sehr viel auf dem linken Flügel sich verdingt. Spielt weiter auf Hante, schöner kurzer Ball auf Maser. Der Doppelpass, der Ball ist wieder bei Hante. Hante treibt den Ball in Richtung des Strafraums. Wird zunächst abgeblockt, aber Marseiler kann sich den Ball erlaufen, unterliegt dann zwei Ulmern, holt sich aber den zweiten Ball erneut. Also das Nachsitzen gefällt mir gut bei den Viktorianern. Und dann wird Marseiler ganz klar am Trikot gezogen, aber zu Fall gebracht. Das ist eigentlich für mich eine ganz klare Gelbe Karte. Ist auch Freistoß, aber jetzt mal ohne Quark, ist ja eins aufgefallen, der Luca Marseiler hat mit zwei Ulmern zu tun gehabt, aber es ist auch kein Viktorianer nachgerückt. Der Luca Marseiler hat sich keine angeboten. Keine Angebote, er konnte gar nicht abspielen, er musste schon den Kontakt zu den beiden Spielern suchen, hat ja zum Glück einen Freistoß rausgeholt, aber Schiedsrichter Fabienne Michel, die hat ja schon zweimal, hätte sie schon gelb gehen können für die Ulmer, hat es ja, bisher noch nicht gemacht. So klar eine Textilzerreißprobe da gerade, das muss eigentlich gelb sein. Nichtsdestotrotz gibt es Freistoß für die Viktoria von der linken Seite. Bogicevic und Philipp stehen bereits, ein Rechtsfuß und ein Linksfuß. Bogicevic hebt die Hand, spielt kurz auf Handle. Handle mit dem Chipball in den Strafraum und da kann gerade noch so ein Ulmer Haupt den Ball zur Ecke klären. Ecke von der rechten Seite für die Viktoria. 2 Minuten Nachspielzeit werden hier gerade angezeigt vom vierten Offiziellen. Donny Bogicevic ist auf die rechte Seite herausgeeilt als Rechtsfuß. Wird also die Ecke mit Schnitt vom Tor wegbringen. David Philipp ist inzwischen auch zumindest in der Nähe, um kurz den Ball zu bekommen. Aber das sieht für mich jetzt eher nach einem direkten Versuch von Bogicevic aus. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Der Ball fliegt hoch in den Strafraum. Lorch läuft in Position. Sein Kopfball kann aber zunächst mal geblockt werden. Jetzt eine Konterchance für Ulm. Nein, ganz starker Lauf von Simon Hante, der das unterbindet und den Ball zurück in die sicheren Füße zunächst mal von Ben Voll gibt. Ja, Freunde, 2 Minuten Nachspielzeit und in der Halbzeitpause haben wir auch einen Gast. Das ist der Jonas. Da bin ich mal gespannt. Ja, freut euch da schon mal drauf. Das wird auf jeden Fall mal was ganz anderes, als was wir sonst immer. Ich wollte sagen, es wird diesmal wirklich komplett anders sein. Ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Chance haben. Ben Voll hat den Ball, beruhigt erstmal das ganze Spiel. Chris Greger. Bin mal gespannt. Ja, Chris Greger macht doch einen langen Ball zu André Becker. Der wird auch schön gehalten, das Textil auch. Kann man auch mal pfeifen. Nur weil sich Becker sich. Das ist ja wieder ein typisches Beispiel. Becker lässt sich nicht fallen, obwohl er gehalten wird. Kriegt keinen Freistoß. Und der Ulmer Spieler hier, Johannes Reichert, lässt sich schön fallen. Ja, ich glaube, von den 45 Minuten, die jetzt gespielt sind, waren die beiden 43 Minuten lang im Clinch miteinander, Reichert und Becker. Also die werden voneinander einiges an blauen Flecken mit nach Hause nehmen. Ganz bestimmt sogar. So, jetzt nochmal Freistoß für die Ulmer. Ein bisschen aufpassen, aber nicht noch das 0-3 kassieren, aber nämlich die Partie schon halbwegs gelaufen. Deswegen lassen wir das 0-2 noch zumindest mitzunehmen in der Pause. Ja, die Viktoria kann den Freistoß abfangen. Chris Greger knallt den mal nach vorne zu André Becker, der tropft ab auf Luca Marseiler. Schön, der kann sich an der linken Seite durchsetzen, hat jetzt Platz, wird aber angelaufen von Philipp Meyer. Und jetzt gibt es Freistoß für Ulm? Was in Gottes Namen hat die Frau denn da gesehen? Marseiler ist ähnlich fassungslos wie ich. Das Klasse ist, die Ulmer Bank beschwert sich beim vierten Offiziellen. Das muss doch gelb geben. Das haben wir aber komplett anders gesehen. Aber Franco nickt mir zu und sagt, das war eine richtige Entscheidung. Und bevor es jetzt noch weitere Diskussionen gibt, sagt Fabian Michel, gut, wir beenden das jetzt mal für die ersten 45 Minuten mit inklusive Nachspielzeit. Ja, was soll man sagen? 0-2 ist der Zwischenstand hier nach der ersten Halbzeit. Ja. Der SSV Ulm durch 2 Tore von Leo Schienza. 2 frühe Tore, 5. Minute und 12. Minute. Ja, sehr gute Chancenverwertung, muss ich sagen. Ganz kurz, liebe Freunde, nächste Woche geht es weiter für die erste Mannschaft. Wir spielen in Regensburg am Sonntag um 13.30 Uhr. Da wird auch ein Fanbus eingesetzt. Der Chris hat für euch die Daten. Ich gebe jetzt mal gerade meinen Kopfhörer ab an den guten Jonas.
Und du kannst ja kurz sagen, an wen sich die Leute wenden wollen, wenn sie mit Famous fahren wollen. Genau, dann hilfst du doch dem Jonas gerade auch das Headset einzustellen, die Kopfhörer. In der Zeit erzähle ich ganz kurz was zum Fanbus. Genau, Sonntag 13.30 Uhr der Anschluss. Das heißt, der Abfahrtszeitpunkt wird wahrscheinlich relativ früh in Köln sein. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Auf jeden Fall könnt ihr euch dabei unserer Fanbeauftragten Heike Weisweiler melden. Die ist per E-Mail erreichbar unter fanbeauftragter@victoria1904.de. Ferner könnt ihr sie per WhatsApp oder SMS erreichen und euch sehr, sehr gerne für diesen Fanbus nach Regensburg anmelden. So, jetzt ist der Jonas inzwischen neben mir angekommen und ich sage erstmal herzlich willkommen, Jonas, und vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, erstmal uns hier heute sowieso über die Schultern zu gucken und auch uns ein bisschen bei der Gestaltung der Halbzeitpause zu helfen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jonas, du hattest gesagt, du möchtest dir gerne ein paar Fragen überlegen, die du stellen möchtest, aber ich würde dich gerne zum ersten Mal fragen, wie hat dir denn das Spiel gefallen in der ersten Halbzeit? Also ein ganz schönes Fußballspiel, aber aus Sicht der Viktorianer 0-2 und Ulm ist halt das bessere Team. Hat früh zwei Tore gemacht und Köln hatte auch Chancen, aber nie hundertprozentige. Ja, das stimmt. Ist noch Luft nach oben, würde ich sagen, oder? Ja, bei uns. Auf jeden Fall. So, ich weiß ja von deinem Papa, dass du gerne mal Sportreporter werden möchtest. Und dass das so, genau wie das bei mir früher war, als ich in deinem Alter war oder auch noch kleiner, so dein großer Wunsch ist, das später mal zu machen. Und zu den Aufgaben und Pflichten eines Sportreporters gehört es natürlich auch, Interviews zu führen, Fragen zu stellen. Und da haben wir gesagt, wir geben dir die Möglichkeit, wenn du da Lust drauf hast, einfach mal ein paar Fragen, der Einfachheit halber, nicht weil ich da so mich in den Vordergrund drängen möchte, sondern einfach der Einfachheit halber, diese an mich zu stellen. Und dann würde ich sagen, lieber Jonas, Feuer frei. Okay, die erste Frage. Lass dir Zeit, kein Stress. Ja. Alles gut. Sonst soll ich kurz mal noch was erzählen, bis dir einfällt? Ja. Gut, dann gibst du mir einfach ein Zeichen, wenn es dir eingefallen ist. Und dann kann ich euch vielleicht noch kurz was über unsere Kanäle erzählen, auf denen ihr Fußballradio Schelsig empfangen könnt. Da gibt es einmal natürlich unseren YouTube-Kanal, @Fußballradio. Da könnt ihr alle unsere Podcasts, unsere Schelst-Offs, die Spiele im Real Life hören. Dann haben wir ein 24-7-Webradio, wo ihr rund um die Uhr Fußballradio Schelsig empfangen könnt. Da gibt es ebenfalls unsere Podcasts, unsere Schelst-Offs, Spiele im Real Life. So, und da gibt es auch noch ganz viel kölsche Musik. Und jetzt bekomme ich ein Zeichen von Jonas. So, schieß los. Ja, wie fandest du denn die Umstellung oder auch die Wechsel, dass David Philipp reinkam? Mich hat der Zeitpunkt ein bisschen gewundert, muss ich sagen, dass das noch vor der Halbzeit passiert ist, aber relativ nah an der Halbzeit dran. Es sah ja so aus, als wäre Moritz Fritz ein bisschen angeschlagen. Der ist ja kurz vorher mal zur Seitenauslinie gehumpelt und da sah es schon so aus, als könnte er nicht weitermachen. Dann hat er doch noch mal ein paar Minuten weitergespielt. Ja. Man hat aber bei seiner Auswechslung gesehen, dass er da weitaus nicht rund gelaufen ist. Demzufolge war der Wechsel wohl in erster Linie dem geschuldet. Und dass man dann offensiv wechselt bei einem 0-2-Rückstand, das finde ich absolut sinnvoll. Und wir haben zum Glück ja auch personell die Möglichkeiten, indem wir dann den Lorch zurückziehen auf die Fritz-Position und dafür David Philipp als offensiv und auch torgefährlichen Mann dafür vorne reinbringen. Ja. Gut. Wie gesagt, sobald dir noch was einfällt, gib immer, schieß los. Sorry. Viele Fehler im Spielaufbau bei der Viktoria, oder? Das würde ich auch sagen, ja. Unkonzentriertheiten wahrscheinlich zum großen Teil, ja. Und damit machen wir es den Ullmann auch zu einfach, weil die bekommen immer wieder den Ball und können dann schnell nach vorne spielen, was denen auch absolut liegt, dieses Umschaltspiel. Und da bringen sie mit ihrer technischen Finesse und ihrer Geschwindigkeit unsere Abwehr auch immer wieder in richtige große Probleme. Ja, die Gegentore, die waren auch sehr früh und zwei Schüsse, zwei Tore direkt. Genau, die haben einfach ganz konsequent ihre Chancen genutzt. Und dann natürlich, wenn du in so einer Position bist, du bist zu Hause, spielst zu Hause, hast dir unglaublich viel vorgenommen und kriegst dann direkt zweimal, ja, eigentlich mit den ersten Abschlüssen jeweils kriegst du einen rein. Hängst dann in einem doppelten Rückstand hinterher. Das ist natürlich auch schwierig, da dann optimistisch zu bleiben, den Kopf hochzuhalten. Aber es nutzt ja nichts. Wir wollen hier mindestens einen Punkt mitnehmen, vorzugsweise drei. Und das geht nur mit einer
selbstbewussten Ausstrahlung, mit einer selbstbewussten Körperhaltung. Und da möchte ich in der zweiten Halbzeit mehr von sehen. Und natürlich, was du richtigerweise sagst, da muss auch eine größere Präzision im Aufbauspiel muss da einfach her. Ja, fandest du denn, dass sie nach den Gegentoren sich gefangen haben, dass sie sich dann verbessert haben oder wurde die Leistung eher schlechter? Es war interessant. Ich fand so die direkte Reaktion auf die Tore, die war eigentlich ganz gut, weil da kamen direkt Chancen zustande. Da hat man direkt gemerkt, so jetzt hauen wir aber ein bisschen einen höheren Gang rein. Aber danach, nachdem so quasi die ersten Versuche keinen Erfolg gezeigt haben, dann habe ich das Gefühl gehabt, da ist so ein bisschen, vielleicht Ernüchterung, Enttäuschung, ein Stück weit Frustration eingekehrt. Und dann gab es eine ganze Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, so Viertelstunde, 20 Minuten, wo man einen richtigen Hänger hatten, wo nicht viel nach vorne ging, wo dann eher teilweise sogar Ulm noch dem 3:0 näher war. Jetzt gegen Ende der Halbzeit ist es dann mal wieder ein bisschen besser geworden. Vielleicht auch durch die Einwechslung von Philipp und die offensivere Ein- und Umstellung dadurch. Ja, also ich sag mal, die unmittelbare Reaktion auf die Tore, die fand ich gut, aber danach kam halt dieser Knick. Hast du das auch so gesehen? Ja, also teilweise waren sie vielleicht das bessere Team, aber genau danach so ein paar Phasen, da war es zwischendurch gut und dann auch wieder nicht. Das kann man wohl so sagen, ja. Was würdest du denn sagen? Wie wird das Spiel ausgehen? Also am Anfang habe ich noch gesagt 3:1 für Viktoria, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Das stimmt, ich habe auch 2:0 getippt. Das war auch relativ schnell erledigt. 1:2. Also du glaubst, wir kommen noch ran, aber es reicht nicht mehr am Ende. 1:2 oder 2:2. Ja, da finde ich, das finde ich gut. Mit 2:2 bin ich deutlich besser einverstanden. Das nehme ich auch gerne. Und ich glaube, ich schließe mich dir da an, ehrlich gesagt. Okay. Ich würde ja André Becker mal ein Tor gönnen. Der haut sich immer wahnsinnig rein und wird auch viel bearbeitet, muss viel einstecken von seinen Gegenspielern. Und es sieht dann häufig einfach unglücklich aus, wie er sich bewegt. Und der hätte, glaube ich, sich einfach mal ein Tor verdient, auch für den ganzen Einsatz, den er zeigt. Ansonsten müssen wir mal gucken. Jonas, ich finde das sehr, sehr cool, dass du das gemacht hast, dass du Lust hast. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Also eine Frage noch. Immer her damit. Wer war für dich Man of the Match? Gut, wenn man zwei Tore von derselben Person gesehen hat, ist das nicht ganz so schwierig. Da muss man Leo Schienzer nennen. Ja. Auf Ulmer Seite zumindest, wenn man dann mal rüber guckt bei Viktoria, das ist ja eigentlich das, was uns ein bisschen mehr zumindest interessiert, finde ich zumindest Simon Hanke auf der linken Seite, der war sehr, sehr emsig. Ein bisschen aktiver noch als Luca Marseiler. Marseiler hat sich häufig verzettelt dann auch in seinen Dribblings. Das ist natürlich seine Stärke, ins 1 gegen 1 zu gehen. Aber dabei dann heute noch nicht ganz so glücklich. Vielleicht ist ja auch seine Torserie noch nicht zu Ende und vielleicht er hat ja jetzt schon 9 Buden auf dem Konto, vielleicht holt er da noch ein bisschen was auch nach in der zweiten Halbzeit. Aber ich würde sagen, auf Viktoria-Seite hat mir Simon Hantl am besten gefallen. Okay. Und bei dir? Bei mir, ja, auch Simon Hantl war ganz gut, aber ich fand auch André Becker sehr auffällig. Ja. Und wenn man jetzt auch die negativen Sachen mit einbezieht, war Ben Voll auch einer der auffälligsten. Mhm. Also hat ein paar gute Paraden gemacht, aber hat auch insbesondere in den Abstößen keine Glanzleistung absolviert. Ja, vor allen Dingen dieses eine Ding, wo er den Abschlag aus der Hand machen wollte und der dann so komplett flach da gekullert ist. Da haben wir Glück gehabt, dass er nicht in den Fuß vom Gegner direkt gekullert ist. Und da bist du ja auch ein bisschen Experte, was Torwartspiel angeht. Du hast ja zumindest einen Papa, der gerade auch hier an Ort und Stelle schon als Torwart so seine Spuren hinterlassen hat. Hast du denn dadurch auch ein bisschen mehr Ahnung davon, was ein Torwart macht? Hast du da von Papa was mitbekommen? Ja, auf jeden Fall. Spielst also du eigentlich auch selber? Ja. Wo spielst du? In Weiß, beim TSV Weiß. Ah, okay. Welche Position? Anfangs habe ich Torwart auch gespielt. Ah, okay. Inzwischen manchmal auch zentrales Mittelfeld oder linkes Mittelfeld. Ui, also bist du quasi auch flexibel einsetzbar und hast auf vielen Positionen deine Stärken? Ja, eigentlich schon. Cool. Ja, ich kann mich erinnern, ein- oder zweimal habe ich deinen Papa auch als Feldspieler gesehen. Der hatte also auch seine Stärken nicht nur im Tor. Da hat er ja offensichtlich diese Gene an dich weitergegeben. Wie sieht es bei euch aus in der Tabelle? Steht ihr gut da? Ach so, ich spiele gerade E-Jugend. Ja. Zur Tabelle weiß nicht, also haben wir gar nicht so richtig, okay, glaube ich. Ja,
ehrlich gesagt, wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, wo ich Fußball gespielt habe, habe ich auch nie eine Ahnung. Ich wusste immer, wo ich am nächsten Wochenende sein muss, wann ist Treffpunkt und ob ich auf der Bank sitze oder ob ich spiele. Tabelle habe ich mir bei Hallenturnieren angeguckt, weil da ging es ja darum, ob man weiterkommt oder nicht. Aber in der Saison, ja. Auf jeden Fall ganz lieben, vielen lieben Dank, Jonas. Ich hoffe, dir macht es ein bisschen Spaß und dir hat auch jetzt diese Halbzeitpause Spaß gemacht. Es ist bitter, bitter kalt. Ich sehe, du bist auch ordentlich am Zittern. Ja. Hoffen wir mal, dass das Spiel uns jetzt ein bisschen erwärmt in der zweiten Halbzeit und dass wir uns nach dem Spiel noch ein bisschen unterhalten können. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß noch bei der zweiten Halbzeit und am besten gibst du dann das Headset gleich mal wieder an den Daniel zurück und dann ja, gucken wir mal, was er hier in Victoria noch rausholen kann, um unser beider Tipp mit dem 2:2 in Erfüllung zu bringen. Ja, ich wünsche der Mannschaft auch viel Glück. Jo, danke dir. So, dann wird jetzt gleich der Daniel wieder an meiner Seite übernehmen. Was ich noch gerne erwähnen möchte, ist natürlich, dass es heute zumindest fußballerisch-sportlich auch eine sehr erfreuliche Nachricht gibt. Denn unsere U17, die ist heute Weltmeister geworden. Im Elfmeterschießen haben sie das Finale gegen Frankreich gewonnen. Und einer der Weltmeister hat auch eine Vergangenheit hier in Höhenberg. Das heißt, man kann so ein ganz kleines bisschen sagen, ist tatsächlich auch Victoria heute Weltmeister geworden. Denn Justin van der Hitz, der hat in der C-Jugend bei der Victoria gespielt, unter anderem mit Jungs wie Oscar Hill aus unserer aktuellen U17. Also ganz lieben Glückwunsch an unsere U17. Ja, dass Deutschland mal im Fußball was geholt und was gerissen hat, das ist verdammt lang her. Ja, ich habe mir gerade mal einen Gang über die Tribüne gemacht und man wird ja von dem einen oder anderen auch kannt, beziehungsweise ich kenne ja die ganzen Jungs auch noch von früher. Ja, jetzt gerade der gute Flo kam entgegen, der Roland, der Micha, wie sie alle heißen, der Olli hier auf der Tribüne und alle sind natürlich not amused momentan über das Spiel, über die erste Halbzeit. Ja, völlig und zu Recht. Da musste man die Leute schon ein bisschen beruhigen, obwohl ich kann ja nichts dafür, ich spiele ja nicht mit. Also wenn ich mitspielen würde, dann könnte man sagen, okay, das hat alles seinen Grund, warum wir so schlecht sind. Dann lägen wir auch nicht nur 0:2 zurück. Genau, dann hätte man einen Grund zu meckern halt. Also ich habe ja immer noch gesagt, ich hoffe, und dann wurde mir direkt unterbrochen, du glaubst aber selber nicht, aber noch ein Tor schießen. Ich habe auch gesagt, ich hoffe noch, dass wir was machen können. Und wie gesagt, 0:2 ist ja nicht unaufholbar. Und ich hoffe natürlich gleich, vielleicht noch mit einem Wechsel kurz zur zweiten Halbzeit. Vielleicht bringt der Olaf Jansen noch was nach vorne. Fakt ist halt, es muss was passieren, Chris. Sorry, ich hatte gerade meinen Kopf, mein Mikro hochgeklappt, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, so ein Mikrofon stört ja auch beim. Ich wollte nämlich einen Schluck trinken, ganz genau. Ja. Na klar muss was passieren. Das hat der Jonas ja auch schon ganz richtig analysiert, dass da im Aufbauspiel vor allen Dingen bei uns einiges im Argen liegt. Und dann definitiv. Ich meine, durch die Reinnahme von Philipp für Fritz sind wir natürlich jetzt offensiver von der Aufstellung, sage ich jetzt erstmal her. Und wir können ja mal ein bisschen spekulieren, was da noch an Wechseln so können wir gerne hier machen, aber ganz kurz würde ich auch gerne noch ein, zwei Sachen hinweisen. Nochmal, der E-Viktorianer, das heißt auf gut Deutsch, wenn ihr die Stadionzeitung der Victoria nachlesen wollt, geht einfach mal auf die Victoria-Seite, da unter Medien, da guckt ihr einfach mal die aktuelle Stadionzeitung an. Da habt ihr auch eine Möglichkeit im Archiv, alle Stadionzeitungen euch nachzugucken, auch zum heutigen Spiel. Dann natürlich auf unseren sozialen Kanälen. Das neue Format, würde ich einfach mal sagen, war heute, Bessling hat sein erstes Interview gemacht mit Stefan Küsters und mit Olaf Jansen. Ja, es ist ein neues, altes Format, kann man sagen. Das gab es ja schon immer oder schon lange, die Coaching-Zone, aber es wirkt total frisch und neu mit Besnik in Fall, es werden aktuelle Schnipsel reingemacht, also ein Interview mit Lars Dietz oder unten auch die drei Fakts zum Spiel, die K-Fakts, wurden reingesetzt. Also es ist schon ein frisches Format, was der Besnik da jetzt macht. Und einfach mal reinklicken. Dann, das nächste Spiel, habe ich ja schon gesagt, ist in Regensburg. Ihr könnt euch noch hier mit Karten auf der Victoria-Geschäftsstelle bis zum 6. Dezember eindecken. Das ist ein schönes Nikolausgeschenk für alle Leute, die nach Regensburg fahren wollen. Ich bin auch übrigens im Blog. Das wird schon, also Regensburg 3 Tage, das wird schon, ist eine schöne Stadt. Kann man ja gerne mal machen, falls ich nicht gerade im Schnee versinke. Das nächste Heimspiel. Ja, Sonntagabend. 19:30 Uhr, dein Lieblingstermin. Genau, jetzt kommen auch die Victoria-Mannschaft, kommen jetzt gerade aufs Feld übrigens. Gucken wir, ob wir da irgendwelche Änderungen sehen. Sieht man aber jetzt erstmal nicht. Und das letzte Spiel des Jahres ist der 20.12. ist Mittwoch beim SC Verl. Auch da wird ein Fernbus eingesetzt. Also Regensburg und Verl wird ein Fernbus eingesetzt. Einfach bei Heike euch melden. Wir haben ja gerade schon euch gesagt, wenn ihr die Handynummer habt von Heike, SMS, WhatsApp oder kurz anrufen. Und natürlich an der bekannten E-Mail-Adresse könnt ihr euch anmelden. fanbeauftragter@victoria1904.de. Ja, die Ulmer lassen sich noch ein bisschen Zeit. Doch Chris, wir haben ja gerade gesagt, du hast gerade gesagt, wir können ja mal ein bisschen mutmaßen, was wir uns für die zweite Halbzeit uns vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht allzu lange dauert, bis Valdrin Mustafa ins Spiel kommt. Der hat mir in Münster ganz gut gefallen. Ich würde ihn dann nicht zwangsweise für Becker bringen, sondern vielleicht dann eher gucken, dass wir mit zwei Spitzen agieren. Wie hat der Najar denn in Münster gefallen? Najar fand ich, hat in meinen Augen seine Startelf-Chance genutzt. Der war sehr aktiv,
auch gerade durch die Variante, ihn als Linksfuß auf die rechte offensive Seite zu stellen, das lädt ja immer so ein bisschen ein zu diesem alten, berühmten Arjen-Robben-Trick. Oder hier in Neuenberg ist es natürlich der Yusuf Amin-Trick, quasi den Ball in Richtung Zentrum zu dribbeln und dann mit genau dem eigentlich untypischen Fuß von der Seite aus abzuziehen. Absolut ist er auch eine absolute mögliche Variante, vielleicht dann auch für Marseiller. Der ist ja vielleicht eventuell ein bisschen überspielt jetzt auch nach der ganzen Zeit. Und woran unser Offensivspiel ja doch sehr auf seinen Schultern lastet seit Wochen. Also spontan, ich habe jetzt mal, während Chris jetzt gerade vor euch gesprochen hat, ich glaube, beide Mannschaften spielen mit der gleichen Truppe weiter. Ne? Felix nickt auch gnädig, sehr gut. Ja, Felix hat keine Wechsel gestattet, demzufolge... ich sehe keinen Zettel, was er in der Hand hat diesmal, ja. Also geht es wieder. So, Chris, ich setze mich wieder hin, du bleibst ja stehen. Ich bei den Temperaturen mich auch noch hinsetzen, um Gottes Willen. Aber dazu muss ich sagen, beim Reportieren, wenn ich denn die Möglichkeit habe, dann stehe ich da immer ganz gerne. In Münster ging das leider nicht, denn da waren hinter mir noch Kollegen von der Schreibenden Zunft, die hätten mir wahrscheinlich was anderes erzählt. Aber andererseits hättest du denen ja auch was erzählen können. Ja. Stimmt, die hätten mir ja einfach nur zuhören brauchen, genau. Ich muss ja gar nicht gucken da auf dem Platz. Genau. Ja, das ist natürlich wahr. So, zweite Halbzeit hat begonnen, 46. Spielminute, Viktoria Köln, SSV Ulm 0-2. Ja, beide Mannschaften bleiben gleich, das heißt, ich hoffe nicht, dass das gleiche Elend weitergeht, sondern dass wir jetzt mal ein bisschen was auch vorne sehen, auch mal mehrere Schüsse aus der zweiten Reihe, überhaupt mal Torchancen, aber dummerweise haben die Ulmer wieder den Ball mit Romario Rösch, der spielt weiter, so Felix, muss man gerade gucken, der Felix steht nämlich gerade, stand gerade kurz im Weg. Aber der Felix, der macht so viel Gutes hier für uns, da darf der auch ab und zu mal. Das ist die gute Seele von uns, auf jeden Fall. Und das kann man ja vielleicht auch schon mal ganz dezent andeuten, dass da demnächst eine Premiere auf uns wartet, das gar nicht so lange dauern wird, nämlich, dass der Felix sich das erste Mal auch nicht nur als Fragesteller bei einem Podcast, sondern tatsächlich auch bei einem Spiel am Mikrofon versuchen wird als Reporter. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und freue mich auch sehr, dass ich da sein Spannmann sein darf. Ja, versuchen am Ball tut sich jetzt gerade auch Philipp im Zweikampf mit zwei Ulmern. Die Ulmer können sich den Ball natürlich erkämpfen, alles in... an der Strafraumkante, der Ulmer, so, das war ja auf jeden Fall klar aus gewesen und die, also unfassbar, also ich weiß nicht, was dieser Linienrichter gesehen haben muss, der Ball war klar im Aus gewesen, also unfassbar. Hat er da Jürgen Kohler abgeschossen? Ja, das war tatsächlich ein Kopfball von Jürgen Kohler, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben nochmal sehe. Und dann noch kommentieren kann, Chris. Ja, allerdings, aber das ist wirklich... Er hat nichts verlernt. Es ist wirklich kein Witz, der Ball ist genau an der Stirn von Jürgen Kohler gelandet. Ja. Ja, aber dennoch, Einwurf für Ulm hätte es jetzt nie geben dürfen. Rösch macht jetzt den Einwurf. Spielt den Ball nach vorne auf Hiegel. Hiegel legt ab auf Rösch, der spielt nach vorne auf Cesar. Cesar gibt wieder auf den Flügel auf Rösch. Der mit rechts auf der linken Seite dribbelt in Richtung des Zentrums, spielt dann aber erstmal zurück auf Reichert. Reichert sucht Schienza auf dem Flügel. Schienza kriegt den Ball auch noch, aber überquert dann mit dem Ball die Seiten aus, sodass es Einwurf für die Viktoria gibt. Paco, das sind so 20 Meter von der Eckfahne. Kinder, bewegt euch mal ein bisschen was. Du kannst ja keinen Einwurf machen. Wer willst du denn anspielen? Ja, den eigenen Torwart, weil der nichts anderes übrig bleibt. Ja, der wird angelaufen. Auch noch, genau. Von wem wird der angelaufen? Mit Harakiri. Ja, genau. Von Cesar. Und der hat auch so zwei Nüsse erst gemacht heute. Nee, das war Schienza. Ach, um Gottes Willen. Schienza, Schienza. Das schneiden wir jetzt mal raus. Ja, aber das ist auch tatsächlich bei den beiden Namen... Münster und Ulm hört sich auch gleich an. Das ist richtig. So, jetzt ist Philipp mal dazwischen geprescht bei einem Passversuch der Münsteraner. Jetzt hat Russo den Ball, gibt weiter auf Becker. Becker legt ab erneut auf Russo. Der Ball besitzt nach wie vor bei der Viktoria. Dann kommt Bogicevic leider nicht mehr ganz aber dahinter. Wie spielt Becker den Ball schon wieder? Ich habe mich fast anstecken lassen von den Kritik der Fans in der Halbzeitpause, mit denen ich gesprochen habe. Aber er hat keinen leichten Stand, muss man sagen. Nee, aber er gewinnt auch kein Kopfballduell. Also das ist ja das Problem bei der Größe. Sollte man annehmen, er gewinnt auch ein Kopfballduell. Im Moment ist es nicht sein Spiel, auch nicht seine Saison. Nein, aber, absolut nicht. Aber in dem Moment, wo ich das sage, hoffe ich natürlich, dass er jetzt zwei Nüsse macht. Das wäre ja eigentlich so traditionell, ne? Wenn wir gegen einen Spieler hier irgendwas sagen, gerade wenn wir beide am Mikro sind, dann ist doch eigentlich traditionell so, dass der dann das Spiel dreht. So, wie Paco jetzt mal mit einer Flanke in den Strafraum. Der Ball rutscht durch bis auf Handel auf die andere Seite. Der mit einer Flanke und dann ist Becker leider erneut nicht in der Position, seine Stirn da noch in die Ballnähe zu bekommen. Der Ball trudelt durch bis zu Ortak, der ihn problemlos aufnehmen kann und jetzt schon wieder ins Spiel gebracht hat auf Thomas Geier. Geier spielt weiter auf Al-Geier. Al-Geier, für einen Flügelspieler auch unfassbar groß. Das irritiert mich immer wieder, wenn ich den da mit seinen 1,94 auf der rechten Seite Tempo aufnehmen sehe. Das widerspricht ja auch unserer Theorie, weil Becker ist ja in Anführungsstrichen nur 3 cm größer. Der Al-Geier, der ist dazu mit ganz anderen Tempoläufen in der Lage. Ja, aber das ist eigentlich, das ist ein gemeiner Verein. Geier, Al-Geier, Cesar, Senza. Also das ist ja ein Verein.
ja, es muss ja auch für uns... Chris, pass mal lieber da hinten auf. Alter Schwede. Oh, da hat die Viktoria jetzt richtig Glück gehabt. Schulz vertändelt den Ball an den Ulmer Spieler Schenzer. Und im Zweikampf, ja, Schiedsrichter Fabienne Michel lässt weiterspielen. Dann hätte man auch faul pfeifen können. So, Handler hat den Ball jetzt durchgelassen. Marseiler versucht ihn zu erlaufen. Und da bekommen die Ulmer den Freistoß. Denn, ja, das war natürlich, also was der Marseiler gemacht hat mit seinen 1,70 Meter, 1,74 Meter. Das kann man ja nicht machen, sowas. Den Gegner leicht touchieren und schon fällt er um. Ist frech, ist frech auf jeden Fall. Ja, ich glaube, man könnte fast schon behaupten, er hätte Körperkontakt aufgenommen. Ja. 50. Spielminute im Höhenberger Sportpark, in der Kältekammer Höhenberger Sportpark. Ja. Ich darf ja meinen Mund nicht so weit aufreißen, weil wir hatten ja die Spiele in letzter Zeit in der Kabine, wo jetzt die Heizung hätte gelaufen, aber durch einen Kameraden am Mikrofon, der dafür gesorgt hat, dass wir wieder draußen an der Pressetribüne sind, wo wir einen besseren Überblick haben, darf der natürlich jetzt nicht den Mund aufmachen. Das ist allerdings richtig. Gut, dass du es selber sagst. So, Stefano Russo jetzt per Kopf auf André Becker, der legt ab auf Bogicevic. Das hat schön geklappt. Bogicevic mit dem weiten Ball auf David Philipp. Der dringt in den Strafraum ein. Philipp mit André in den Pfosten und da ist Becker. André Becker nutzt den Abpraller von David Philipp und es steht 1:2 hier in Höhenberg. Und André Becker, man sieht richtig, wie viel sich da bei ihm löst. Er hat den Ball direkt aus dem Tor mit zum Mittelkreis getragen und titscht ihn nochmal vor sich auf den Boden. Das ist so richtig eine Erleichterung bei André Becker, die man da spürt. Und jetzt ist doch wieder eine ganz andere Statik hier im Spiel drin. Jetzt ist doch hier noch alles drin, alles möglich. 51. Minute, wir wiederholen das gerne nochmal. André Becker mit seinem in Anführungsstrichen, dritten Saisontreffer. Ja, was der gute Chris nicht mitbekommen hat vor lauter Freude. Schenzer hat sich durch Meckern gerade die 5. gelbe Karte abgeholt. Oh, das tut mir aber leid. Ja, der war gar nicht zufrieden gewesen halt. So, Becker haben wir beschimpft, der macht das 1:2. So. Wir haben es vor 2 Minuten noch gesagt. Ne? Genau, richtig. Tatsächlich. Philipp, du Gurke. Marseiler, du Gurke. Becker, du Gurke. Ja, die können echt alle gar nichts. Ja, genau. Das ist ganz schlimm. So, Block 11 wird auch was. Man sieht, die Fans peitschen hier manchmal nach vorne, auch ohne Dach. So, Russo hat den Ball, direkt auf Paco. Paco wird angelaufen wieder von einem Ulmer Spieler, von Reusch. So, hinten ist Michel Schulz, der spielt den Ball jetzt auf Ben Voll zurück. Der jetzt weiter auf die linke Seite zu, was haben wir denn da, Chris Kreger. Der über die Mittellinie jetzt zu Jerimas Lorsch. Donny Bogicevic hat jetzt den Ball, Donny Bogicevic spielt den Ball lang nach vorne. David Philipp kommt nicht ganz ran, André Becker springt jetzt hoch. Ja, komm, nochmal. Der springt den Becker an, der Becker bleibt einfach nur stehen und der Spieler fällt um. Es darf gar keinen Freistoß vor Ulm da geben. Ja. Also was soll er machen? Ja, sag mir mal, was soll André Becker machen? Ich kann dir sagen, was Becker machen soll. Becker soll ich mal fallen lassen. Ja. Guck mal, der steht ja wie ein Fels der Brandung. Wenn der da hochspringt und dann ihm abprallt, da kann ja der Becker nichts dafür. Das meine ich ja. Was soll er machen? Ja, na klar, sich fallen, aber er kann sich ja nicht in Luft auflösen oder irgendwas. Ja. Naja. Also wenn er das könnte, würde ich groß rausbringen. Glaubt er das? Da gehe ich mit ihm auf Tour. Dann möchte ich aber lieber, dass er durch Tore groß rauskommt. Genau, das machen wir ja jetzt auch. So, der Ball ist jetzt gerade so ein bisschen im Niemandsland. Den kann Allgeier auf rechts erlaufen, gibt erstmal auf Hiegel. Ich muss sagen, Felix Hiegel finde ich heute ziemlich gut. Ich hatte den, muss ich jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht auch ein bisschen überheblich sagen, so als so einen, der so irgendwie gar nichts kann im Kopf. Das war sein Vater, den du meintest. Nee, der war ja gar nicht mal so schlecht. Aber der war Abwehrspieler, ne? Der war Abwehrspieler, ganz richtig, ja. So. Was ich auf jeden Fall sage, ich finde, Hiegel ist sehr, sehr emsig und wichtig für das Ulmer Spiel. Der lässt sich viel fallen, macht viele Bälle fest, gibt die aber im Gegensatz zu Becker leider richtig gut weiter. So wie Lorch jetzt den Ball auch gut weitergegeben hat auf Chris Greger. Alle Feldspieler im Moment in der Hälfte der Ulmer. Stefano Russo spielt mal tief auf Marseiler. Marseiler sehr schön gesehen, der Flügelwechsel auf Michael Schulz. Der jetzt so im Halbfeld gibt zunächst mal auf Russo. Russo schickt dann Paco auf den rechten Flügel. Der legt aber zunächst mal zurück, aber auf Russo. Russo chippt dann den Ball. Das ist eher misslungen und deswegen erläuft er sich den auch einfach selber, weil er das niemand anderem zumuten wollte. Der Ball dann bei Paco. Paco die Flanke in den Strafraum zunächst mal geklärt von den Ulmern. Ja, Foul, klar, Russo zu Fall gebracht. Schiedsrichterin sagt, das war nichts, aber dafür erläuft Philipp den Ball. Gibt auf Paco. Paco mit der Flankenmöglichkeit. Da ist Becker! Alter Schwede, da kriegt er den Ball nicht gedrückt, André Becker. Aber halt mal fest, am 16er wurde Russo auf jeden Fall die Beine weggezogen, das ist ganz klar. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Strafraum war oder kurz davor, aber Schiedsrichterin Fabienne Michel lässt weiterlaufen. Aber ich glaube eher nicht, weil sie den Vorteil gegeben hat, sondern eher, weil sie nicht das Foul eingeschätzt hat. Ja, würde ich auch sagen, richtig, ja. Die Viktoria-Mannschaft lebt und im Moment sieht es danach aus, dass die Viktoria jetzt wirklich eine kleine Trankphase hat. Die gewinnt jetzt jeden Ball, auch jeden zweiten Ball momentan. Das sieht im Moment nicht schlecht aus, aber es fällt immer noch mindestens ein Tor. Mindestens, genau. Jonas und ich, wir haben beide 2:2 getippt. Wäre ich auch mit einverstanden, aber ich nehme natürlich auch ein
noch wäre für uns vorteilhaft aussehendes Ergebnis. Aber wir wollen erstmal nicht übermütig werden, weil dafür muss erstmal der Ausgleich her. Und dafür muss der Ball weg von Ben Voll, denn dass der den Ausgleich erzielt, ist eher unwahrscheinlich. Hat den Ball aber gerade im eigenen Strafraum am Fuß. Also ich gehe gleich voraus, dass gleich gezündelt wird im Höhberger Sportpark. Die Ulmer haben hinten schon die haben schon so eine Fahne über ihre Leute gemacht. Ja, man sieht auch schon, dass es darunter zu leuchten beginnt. Ja, da wird es gleich zündeln. Das kostet den Verein dann wieder ein bisschen Geld. Also unseren natürlich nicht, sondern die Ulmer, um Gottes Willen. Einwurf gibt es in der Zeit von Chris Greger zurück auf Ben Voll. Voll spielt den Ball hoch ins Halbfeld. Marseiler kommt dann nicht an, per Kopf an den Ball, aber Thomas Geier als sein Gegenspieler, der ist dann auch direkt mal einige Zentimeter größer. Der Ball trudelt ins Seitenaus. Es gibt Einwurf für die Viktoria. Und da geht der Rauch hoch, wie du es richtigerweise angekündigt hast. Das war aber, glaube ich, das, was ich da... Ah doch, jetzt sieht man auch das Leuchtfeuer sozusagen. Naja, die Ulmer haben jetzt gerade zuletzt erst eine Strafe bezahlt. Also ich kenne das schon, die Bankdaten vom DFB oder DFL, wo sie das Geld hinschicken können. So, jetzt kann Marseiler mal den Ball irgendwo hinschicken. Und zwar hoffentlich zu einem Mitspieler. Wird da ordentlich bearbeitet von Meier, ist das gewesen? Nein, ja, Bro. Und der bearbeitet ihn im Endeffekt so stark, dass es Freistoß für die Viktoria gibt. Im Mittelkreis ist das Jeremias Lorch, der den Ball zunächst mal auf Schulz gibt. Nur 2-3 Meter weiter. Schulz jetzt ganz knapp in der gegnerischen Hälfte. Schickt mal Paco auf den Flügel, weit und tief. Paco bereits fast auf der Höhe der Torauslinie. Will dann flanken. Rösch blockt ab, sodass es Ecke für die Viktoria gibt. Hier in der 56. Spielminute, wo es nur noch 1-2 steht. Und nach Ecken 3-2 für uns. Ja, das ist eine Voraussicht auf den Endstand des Spiels, behaupte ich jetzt einfach mal. Genau. Ecke David Philipp als Linksfuß von rechts wäre mit Schnitt zum Tor hin. Bogicevic ist allerdings auch zur Stelle. Der wäre mit Rechtsfuß, würde den Schnitt natürlich vorm Tor weg wiederum bringen. Noch nicht ganz. Nein, jetzt läuft Philipp einfach mal weg, überlässt es also Bogicevic. Der hebt jetzt die Hand und schlägt den Ball jetzt hoch in den Strafraum. Ein bisschen arg weit, aber Lorch kommt zumindest dran, legt ab auf Chris Greger! Und starke Parade von Christian Ortak. So, jetzt fängt es drüben richtig das Rauchen an dem Gästeblock. Und auch das Leuchten, da sind jetzt auch einige Bengalos inzwischen. Aber wer notiert sich eigentlich das, wenn man so sieht, was der DFB nimmt? Ja, 15, 20 Böller, 30 Raketen werden gezogen, sonst irgendwas. Da Pyrofackeln, wer notiert eigentlich sowas immer? Da bin ich überfragt. Der fehlt offiziell zumindest schon mal nicht. Ja, der muss sich, glaube ich, auch auf andere Sachen konzentrieren. Nee, kommentieren wäre mehr so unsere Aufgabe hier. Ja, sollten wir mal mit anfangen, Chris. Machen wir mal. Ja, Reusch macht den Einwurf für die Viktoria. Bogicevic kann den Ball abfangen beim Einwurf. So, Philipp. Schön. Der ist Philipp Aktivposten. Wollte ich gerade sagen, seit seiner Einwechslung. So, linke Seite Simon Handle. Im Zweikampf mit Bastian Allgeier. Bleibt da jetzt hängen. Versucht nochmal den Ball zu erkämpfen. So, jetzt hat sich der SSV Ulm in Person von Leano Schenzer sich den Ball geschnappt. Spielt jetzt rechts raus, überqueren jetzt langsam die Mittellinie mit Schesser. So, Schesser geht im Duell mit Rosso. Der spielt jetzt wieder weiter ab. Jetzt rutscht ein Viktorianer vorbei. Tor. Oh. Was war das denn, Ben Voll? In Gottes Namen, was macht der denn da? Wie hat er denn diesen Ball gehalten? So, das habe ich zum ersten Mal von Jahren überhaupt mitbekommen, dass er den Vorjahr hat. Also ganz kurz, die Ulmer spielen sich den Ball in Strafe hin und her. Michael Schulz tritt eigentlich über den Ball und völlig frei vom Tor kommt also, der Ulmer Spieler zu schießt genau auf Ben Voll, der die Ranke richtig noch hochhalten kann. Eckball für Ulm, der Dritte. Jetzt haben wir die Konterchance. Jetzt, wenn die Viktoria schnell spielt, wir haben mit 3 gegen 2. So, Philipp, müsst den Ball noch spielen, linke Seite. Ach, zu unsauber gespielt. Da kommt Luca Marseiler nicht an den Ball rein. Aber das ist die Parade der Saison für mich momentan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade Gänsehaut und ich habe selten in meinem fußballschauenden Leben eine geilere Parade gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich erinnern an einen Kopfball von Michael Ballack aus einem Meter, den Michael Rensing im Tor des 1. FC Köln irgendwie noch gehalten hat. Aber ich glaube, direkt danach rangiert jetzt dieses Ding gerade von Ben. Ja, das war ja unfassbar. Aber dann wäre aber ja das Spiel wahrscheinlich schon halbwegs gelaufen gewesen mit dem 1-3. Ja, gerade auch von der Moral her, dann bist natürlich du gebrochen. Es sah ja jetzt gerade aus, man muss sich ja jede paar Minuten wieder hier umorientieren. Gerade sagt, wir haben das Spiel ganz gut im Griff. Und dann kommt so ein Spiel. Aber nochmal, wenn es da hinten so am Pennen sind. Ja, der Schenzer, der tanzt da ja einfach durch und steht dann wirklich aus 6-7 Metern vollkommen frei vor dem Kasten und zieht auch noch nicht auf den Mann. Das ist ja auch noch der Punkt, sondern macht das ja gut im Abschluss. Und dann kriegt Voll diese Hand da hoch. Unfassbar. So, inzwischen ist der Ball bei der Viktoria im Angriff. Bogicevic legt gerade ab auf Russo. Der spielt auf Philipp, der lässt den Ball zunächst mal prallen, um neuen Anlauf zu nehmen. Chippt den Ball dann schön auf Paco, dann spielt Romario Rösch sich quasi selber aus. Paco will den Ball schön blocken, das gelingt ihm.
um die nächste Ecke rauszuholen. Hier in der jetzt soeben angebrochenen 60. Spielminute. David Philipp, Ecke wiederum von rechts, würde das als Linksfuß mit Schnitt zum Tor hin übernehmen. Legt sich den Ball zurecht. Bogicevic kommt jetzt ganz gemütlich angetrabt. Wird da nicht aktiv sich beteiligen an der Ausführung, könnte aber eventuell den Ball kurz zugespielt bekommen, ist dafür aber mittlerweile eigentlich auch ein bisschen weit weg. Jetzt hebt Philipp die Hand, 2-3 Schritte Anlauf, Ball kommt hoch auf Christian Ortak, der da parieren muss. Da hätte David Philipp fast eine Ecke direkt verwandelt. Ja, das hätte jetzt noch gefehlt. Nach dieser Parade von Ben Voll, so ein Eigentor, danach eine direkt verwandelte Ecke. Alter Schwede. Aber Ortak klärt den Ball über die Latte, sodass Philipp die ganze Sache jetzt noch einmal versuchen darf. Wiederum 2-3 Schritte Anlauf, wiederum hebt er die Hand, wiederum bringt er den Ball auf den kurzen Pfosten, aber im Endeffekt ans Seitenausnetz. Seitennetz, ach mein, ich vertue mich da immer wieder. Abschlag auf jeden Fall für die Römer. Ich hätte jetzt Tornetz gesagt, aber gut, sag du mal dein Seitennetz. Ja, Abschlag vom SV Ulm. Christian Ortak hat natürlich jetzt wieder sehr viel Zeit. Ja, genau, er zeigt es seinen Jungs, die sollen rausgehen, jetzt macht er doch einen langen Abschlag. Wieder sind 15, 20 Sekunden wieder umgegangen. Ein Schritt, zwei Schritte, jetzt kommt der Ball. Ortak über die Mittellinie. Franco guckt genau hin. Hast du eigentlich die Reaktion? André Becker köpft über dort. Ortak kann die Ball nicht festhalten. Kommt noch dazwischen. Schiedsrichter Fabienne Michel lässt weiterlaufen. Also Ortak in der Rückwärtsbewegung. Kam nicht richtig an den Ball ran. Becker geht in die Höhe hoch. Außennetz. Das war das Wort. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Außennetz. Kinder, das, was vor 30 Sekunden passiert ist, nochmal zurückspulen. Außennetz, alles klar. Hast du eigentlich, was ich gerade gesagt haben wollte, die Reaktion von Franco bei der Parade von Ben Voll gesehen? Der hat gefeiert als Torwart. Ist es natürlich für ihn wahrscheinlich fast noch besser wie ein Tor, was wir erzielen. Also Franco hat mir vorhin noch vom Spiel gesagt, auch jetzt gerade während des Spiels, ihm juckt es, wenn er diesen grünen Rasen da flutig sieht. Und Franco nickt auch. Ja. Ja, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ich meine, wir waren ja von so sportlich erfolgreichen Zeiten, gerade zu der Zeit, wo Franco hier war, leider sehr entfernt. Und gerade wenn man das dann sieht, was sich in der Zeit dann entwickelt hat, so 10 Jahre nach vorne gespult, ist so, dass es einen dann in den Füßen oder auch als Torwart in den Händen juckt. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, seit Franco weg ist, dass es aufwärts geht, oder? Da sage ich jetzt nichts zu. Ich gucke jetzt auch nicht zu Franco, wir müssen aufpassen. Er ist vor Ulm im Strafraum und ja, wir haben jetzt gerade Glück gehabt. Philipp Meyer allein im Strafraum. Viktoriana, kann ich jetzt nicht mal. Wie gesagt, ich gucke nicht auf Franco. Nein, mach das besser nicht. So, 62. Spielminute hier. Ich hoffe nur, dass er weiß nicht, wo ich geparkt habe. So, der Felix zeigt uns an, dass bei den Ulmern gleich ein Wechsel stattfinden wird. Und zwar Lukas Arendt wird da in die Partie kommen. Ein defensiver Mittelfeldspieler. Das überrascht ein bisschen. Aber ja, gut. Viktoria drückt auf jeden Fall. Ja, vielleicht um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Das kann schon sein. Ecke fliegt hoch in den Strafraum. Und natürlich ist da Ben Voll zur Stelle. Klärt auf der anderen Seite ins Tor aus, demzufolge jetzt Ecke von der anderen Seite. Das ist gerade Johannes Reichert, der dann den Ball zurechtlegt, aber ganz mit Sicherheit nicht die Ecke ausführen wird. Ja, 5-5 Ecken jetzt, wieder ausgeglichen. Es ist Dennis Cessa, der sich da bereit macht, um die Ecke von rechts mit dem linken Fuß mit Schnitt zum Tor hin in den Strafraum der Viktoria zu schlagen. Da ist auch diesmal niemand, auch nur ansatzweise in der Nähe, der da kurz als Abnehmer in Frage käme. Also die wird definitiv hoch in den Strafraum fliegen. Und genau so ist es. Cessa bringt den Ball. Ben Voll kommt raus mit beiden Fäusten. Kann den Ball zunächst mal klären. Der zweite Ball. Marseiler zu Fall gebracht von Allgeier. Fabienne Michel sagt, das war nichts. Es geht weiter. Der Ball zurückgespielt bis zu Christian Ortak, der weit aus dem Kasten rausgekommen ist. Und den Ball auf halblinks auf Romario Rösch legt. Der auf Höhe der Mittellinie. Bremst aber ab. Da wirklich er quasi nur sich weißen Trikots gegenüber sieht und gar nicht weiß, was er damit machen soll. Gibt dann auf Max Brandt. Brandt gibt weiter in die Mittelfeldzentrale auf Meier, der Ball dann weiter bei Schienza. Schienza läuft auf Michael Schulz zu, ist bereits im Strafraum. Schulz viel zu spät eigentlich und dann kommt auch doch noch die Grätsche von Schulz, mit der er den Ball über das Tor, die Torauslinie klärt. Und es gibt sogar keine Ecke, denn warum auch immer sagen die Unparteiischen, da dass da ein Ulmer zuletzt am Ball war, demzufolge Abstoß vom Kasten von Ben Voll. Und jetzt kommt auch der Wechsel. Max Brandt verlässt in dieser 64. Minute den Platz bei den Ulmern. Für ihn, wie gesagt, kommt Lukas Arendt. Das ist auf jeden Fall ein positionsgetreuer Wechsel.
Aber da siehst du mal, wir beide sehen, dass Schulz da reinkrätscht, sauber gekrätscht und dennoch Abstoß. Also gut. Ja, wahrscheinlich hat er den Ball noch irgendwie gegen den Fuß von Ulmer gegrätscht und von da ist das eine hohe Kunst. Das ist eine hohe Kunst auf jeden Fall. Ja, also in der Position dann auch noch dafür zu sorgen, dass wir den Ballbesitz behalten, das ist schon ganz groß, auf jeden Fall. Ja, Bogišević wollte gerade einen Doppelpass machen, der kam nicht an, so haben die Ulmer sich den Ball erkämpft. Im Strafraum müssen wir aufpassen. Schulz, oh Gott. Ah, ganz, ganz sicher zurück auf Voll. Voll fängt den Ball auf und lief zunächst nach vorne, um das Ball... Ja, aber Reusch, der stand da schon, der hat richtig gelauert. Mhm. Ja, das ist natürlich auch so ein trickreicher Spieler, tricky. Sag mal Außennetz. Das Schlimme ist, ich hatte das vor 2-3 Spielen schon mal, dass ich nicht auf diesen Begriff gekommen bin. Das ist ja echt, das muss das Alter sein. Wortfindungsstörung ist das Stichwort. So, Felix Hiegel hat leider keine Ballfindungsstörung, sondern spielt den Ball weiter auf Schienza, der aber dann geblockt wird von Schulz und ich glaube sogar noch einen weiteren Viktorianer, der bei Viktor in den Mittelkreis. Becker legt per Kopf ab, aber leider dahin, wo sich überhaupt kein weißes Trikot befindet, sondern nur Thomas Geier. Geier spielt erstmal in die Zentrale der Dreierkette auf Johannes Reichert, der geht weiter auf Liam Yarbrough. Yarbrough auf den linken Flügel zu Rösch, das alles noch tief in der Hälfte der Ulmer und da Rösch da von Paco bedrängt wird, gibt er den Ball zurück auf Ortak. Der ist 2 Meter aus dem eigenen 16er raus, spielt auf Geier, Geier gibt zurück auf Reichert. Die Ulmer lassen sich jetzt mal ein bisschen Zeit. Reichert macht jetzt einen weiten Schlag bis in die gegnerische Hälfte, aber auch bis ins Seiten aus. Einwurf für die Viktoria von rechts. Da moniert jetzt Paco, dass da ihm der Ball nicht zugeworfen wird. Und jetzt gibt es da eine rote Karte. Rote Karte von Fabian Michel gegen einen Verantwortlichen oder einen Ersatzspieler, Teammanager von... Nein, das ist der Ulmer Cheftrainer, Thomas Wörle. Thomas Wörle bekommt die rote Karte von Fabian Michel. Muss demzufolge jetzt den Innenraum verlassen. Ob das jetzt die Reaktion darauf war, dass Wörle einfach nur den Ball da irgendwo an dem Viktorianer vorbeigeworfen hat, keine Ahnung, oder ob er da auch noch ein paar Sachen gesagt haben muss. Also es gab vorhin eine Aktion im Strafraum, da haben zwei Ulmer Spieler auf Handspiel reklamiert und ich weiß nicht, ob das noch die Nachgeschichte war. Ja, vielleicht hat er deswegen noch irgendwie gemotzt oder so, man weiß es nicht. Aber es war keine strittige Situation gewesen, du hast ja gemerkt, da waren zwei Ulmer, die gerade mal die Hand gehoben haben, das war das Einzige gewesen halt. Ja. Nichtsdestotrotz, Thomas Wörle auf jeden Fall des Innenraums verwiesen. Ja, wir haben auch eine schöne Tribüne halt, also so ist es ja nicht. Das ist richtig. Ja, ja. So, Freistoß für den SSV Ulm. Johannes Reichert, auch ein altes Urgestein beim SSV Ulm. Aber so richtig, ne? Ja, ja. Ich glaube, der hat nichts anderes kennengelernt als also den SSV. Der war mal 2 Jahre lang beim FCK 2. Ansonsten hat er seit der Jugend durchgehend... Wo war der? Beim Kaiserslautern 2. Ah, okay. Für 2 Jahre. Ansonsten hat er durchgehend seit seiner Jugend beim SSV Ulm gespielt. Ja. So, die Ulmer jetzt kommen da auf dem linken Flügel nicht durch. Da ist zunächst mal ein Viktorianer dazwischen. Demzufolge gibt es Einwurf für die Ulmer von der linken Seite. Das ist Romario Rösch. Sie machen wieder ein bisschen mehr, die Ulmer. Ne? Vorhin sagte die Viktoria Schnürze ein, jetzt machen sie ein bisschen mehr, die Ulmer. Ja, die wissen natürlich auch um das Risiko, wenn man dem Gegner jetzt hier zu viel Raum und zu viel Momentum vor allen Dingen auch überlässt. So wie Momentum ja im Moment auch auf der Seite von André Becker sein müsste. Denn da spielt er wunderbar einen Raum von Marseiler. Marseiler nimmt Tempo auf und er nimmt den Thomas Geier da Meter ab auf dem linken Flügel. Stoppt dann ab, legt sich den Ball auf den rechten Fuß zurück, will flanken. Aber da ist zunächst mal ein Ulmer, das war Lukas Arendt, der frisch eingewechselte, der da im eigenen Strafraum klären kann. Die Ulmer dann mit einem katastrophalen Fehlpass. Hantle ist dazwischen, legt aber Bogišević. Bogišević im 16er zieht ab und da ist noch Johannes Reichert mit dem Kopf dazwischen. Klärt zur Ecke. Von erneut der rechten Seite für die Viktoria und wir sehen, also Block 11, da ist aber gerade richtig was los. Sehr, sehr schön Support. Das ist auch genau das, was die Mannschaft jetzt in diesem Moment braucht. Ecke, wie gesagt, von der rechten Seite. Diesmal ist es Bogišević, der sich da wieder nähert in der inzwischen 68. Spielminute hier im Sportpark Höhenberg. Noch führen die Gäste vom SSV Ulm mit 2-1 und ich sage ganz bewusst noch, denn die Viktoria ist am Drücker. Ja, Einwurf, Ecke für die Viktoria. Bogišević, Philipp spielt kurz auf Bogišević, der jetzt in den Strafraum rein auf den kurzen Pfosten. Eine Ulmer dazwischen, kann ihn mal rausmachen. Zweiten Ball haben wir aber mit Philipp. Philipp jetzt auf Paco auf der rechten Seite, muss jetzt auf Donny spielen. Donny hat jetzt sehr viel Platz, geht jetzt in den Strafraum rein. Flanke in den Strafraum und... Wieder ist es Reichert. Ja. Das ist echt der Turm in der Schlacht da hinten bei den Ulmer. Ja, aber Michael Schulz, der war schon direkt einkopfbereit. Jetzt haben wir jetzt die 7. Ecke. So, da führen wir auf jeden Fall schon mal mit 7-5. Das ist, der erste Satz geht also an Viktoria. Ja, so, Donny hat jetzt die Ecke. Philipp steht kurz. Mal gucken, was die jetzt macht. So, er legt sich den Ball hin. So, Anlauf, 2 Schritte, rechter Fuß. Mal gucken, wie weit der Ball geht. Hebt die rechte Hand in die Mitte rein. Oh! Ich habe schon den Torschraubenlippen gehabt. Michel Schulz nimmt den Ball Volley an und der Ball, Das war aber ganz knapp.
Das war ganz. Also den habe ich auch schon drin gesehen, jetzt muss ich gerade sagen. Oder der flog ja auch so am Netz vorbei und dann wieder hinterm Netz entlang. Das sah ja auch fast so aus, als wäre er drin, aber welches leider. Netz war das? Welches Netz war das? Das. Ja, Moment, ich weiß gar nicht. Wenn es das Außennetz gibt, ist es dann das Rückennetz oder so? Ich habe keine Ahnung. Also das war eine seltsame Flugbahn gewesen. Also jedenfalls Riesenchance. Ich muss erst sagen, ich hatte schon den Torschrei auf den Lippen gehabt. Ja. Abschlag jetzt von Ortak bis in die gegnerische Hälfte. Da gewinnt Handle das Kopfballduell gegen Felix Hiegel, der ja ungefähr 4 Meter größer ist. Der Ball jetzt bei André Becker im Mittelkreis. Der legt zunächst mal ab auf Russo. Russo spielt auf rechts auf Paco Koronkiewicz oder eher halb rechts. Koronkiewicz will dann auf Becker chippen, aber das war sehr ungenau. Den zweiten Ball holt sich aber Bogicevic. Schön auf Handler auf den Flügel gespielt. Handler drängt jetzt in den Mittelkreis. Das gelingt ihm und sieht dann den David Philipp, der da auf der rechten Seite gestartet ist. Der läuft jetzt ein ins Zentrum als Linksfuß. Sieht sich aber dann sehr, sehr vielen Ulmern gegenüber. Dreht zunächst mal ab und gibt auf Michael Schulz zurück. Der auf Paco Koronkiewicz. Der spielt wiederum auf Philipp. Der will das Spiel dann schnell machen. Gelingt ihm nicht. Der Steckpass, der bleibt am Gegner hängen. Jetzt die Kontermöglichkeit über Schienza. Schienza wird da zu Fall gebracht, aber das war gar nichts. Und das sagt auch Fabian Michel glücklicherweise so. Aber die Ulmer Bank sagt es nicht, aber das ist für uns erstmal uninteressant. Das ist richtig. So, 70. Spielminute. Ja, unsauberer Ball jetzt gespielt von Chris Kräger. So gibt es Einwurf auf der Seite, Höhe der 16er Linie. Am Strafraum auf Höhe Seite der Gäste-Fanblocks. Leo Schienza übrigens, der hat eine sehr interessante Kombination aus Nationalitäten. Ja, der ist halb Brasilianer und halb Luxemburger. Da fragt man sich auch, wie das zustande gekommen ist. Könnte ich dir erklären, Chris, mache ich es aber nicht. Ja, mit Bienchen und Blümchen irgendwie wahrscheinlich. Ne? Ja, nee, das machen wir wann anders. Was macht denn da Paco für einen Driss? Ah, Paco drängt da den Schienza ganz souverän ab, sodass Volk klären kann, bis in die gegnerische Hälfte. Ja, aber Paco hat ja selber den Ball gehabt, den muss er nicht abdrängen. Der muss nur ordentlich spielen. Mit seinem Körper dazwischen, so halt, damit er nicht an den Ball kommt. So, 71. Spielminute hier im Sportpark Höhenberg. Jetzt sind es wieder die Ulmer im Ballbesitz über ihren rechten Flügel. Da stellt sich zunächst mal Gräger dazwischen, sodass Bogicevic im Mittelkreis den Ballbesitz hat. Schön in die Tiefe spielt auf Marseille. Und da ist gerade noch soeben Thomas Geier dazwischen. Der Ball auf den linken Flügel. Da will Rösch nach vorne spielen, wird zunächst mal geblockt von Philipp. Der Ball dann doch über Schienza nach vorne, aber das war dann eher der Luxemburger in ihm als der Brasilianer. Genau. Das war keine gute Ballannahme. Einwurf für die Viktoria. Paco hat ihn bereits ausgeführt, zurück auf Schulz. Der gibt weiter auf Lorch. Lorch spielt kurz auf Stefano Russo. Der bewegt sich in Richtung rechten Flügel, gibt dann aber zunächst mal nochmal zurück auf Michael Schulz, der ins Zentrum auf Jeremias Lorch. Ja, alles in der eigenen Hälfte der Viktoria. Jetzt macht Jeremias Lorch einen kleinen Sport Richtung Mittelkreis und angelaufen von Ulmer mit einem Fehlpass. Aber die Ulmer spielen jetzt auch nicht viel sauberer. Chris Krieger kann sich den Ball schnappen. So, Paco hat den Ball. Michael Schulz, wir sind jetzt wieder in der eigenen Hälfte. Schulz hat den Ball, schaut, wie er anspielen kann. Spielt auf Jeremias Lorch. Alles weiter in der eigenen Hälfte, ungefähr 10 Meter hinter der Mittellinie. Chris Kräger spielt den Ball über die Mittellinie rüber. Aber schon wieder zu unsauber gespielt. So kam Doni Bogicevic nicht an den Ball. Die Ulmer spielen sich den Ball jetzt hin und her, wenn angelaufen von Simon Handle. Sehr interessantes Banner da gerade im Gästeblock. Da steht Köln-Kalk-Verbot für Prügelpolizisten. Ja, ich finde, Prügelpolizisten sollten nicht nur Köln-Kalk-Verbot haben, sondern Weltverbot, um mal bei dem Bild aus dem Vollnormalfilm zu bleiben. Schessler gerade mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, knapp übers Tor von Ben Voll. Ich glaube, den Zusammenhang des Plakates wissen wir jetzt wahrscheinlich nicht, oder spielen die auf die Frankfurter Geschichte an? Ich kann es dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall sind da jetzt sehr viele Orange auf einmal im Gästeblock. Ja, das waren die Jungs vorne, die auch schon gezündelt haben. Die. Aber gucken wir mal lieber wieder aufs Spielfeld, Chris. So sieht's aus. Bogicevic auf die linke Seite raus. Wir sind jetzt Höhe des 16ers mit Luka Masaila im Strafraum drin. Schön spielt seinen auf Bogicevic. Ah! Schade. Da war ein Bein drin von den Ulmer Spieler. Romario Rösch hat da kurz leider noch quasi seinen Fuß dazwischen bekommen. Ja. Bastian Allgäuer hat den Ball, einen langen Ball. Müssen wir mal gucken. Jeremias Lohr spielt auf Ben Voll, kann den Ball abfangen. So, der wird angelaufen von Felix Hiegel. Jetzt hat wieder Ben Voll den Ball. Ein Ulmer Spieler liegt am Boden. Ich gehe davon aus, dass Ben Voll den Ball jetzt ins Aus spielt. Genau. Und so gibt es Einwurf für die Viktoria später, beziehungsweise für den SV Ulm. Das sieht aus wie ein Krampf aus, Chris, oder? Das mag sein, ja. Ja. Da ist auch Chris Kräger zur Stelle. Was der Felix mir gerade angezeigt hat, er hat Olaf Jansen gesagt, dass er zweimal wechseln soll. Und demzufolge wird Olaf Jansen jetzt gleich Waldrin Mustafa und Niklas May in die Partie bringen. Gut, dann gehen wir davon aus, dass Simon Handler raus muss. Und was ich ganz kurz noch erwähnen wollte, was ich tatsächlich bis jetzt komplett vergessen habe, was ich gar nicht mal so lobenswert finde. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles erdenklich Gute an Jeremias Lorch.
Das sollte nicht ganz unerwähnt bleiben. Das stimmt. Ich habe vorhin den Insta-Post von Florian Heister gesehen, den wir auch jetzt längere Zeit schon in Nürnberg nicht mehr gesehen haben. Das ist richtig. Und der hat den Jeremias Lorsch gratuliert. Stimmt. 28 wird er heute. Zarte 28. Daniel, wie viele Jahre ist das her, dass du 28 geworden bist? Das erste Mal oder zweite Mal? So, jetzt haben wir Mustafa und Niklas May. Und bei den Ulmern wird auch gewechselt werden. Da kommt Nikolas Jan gleich in die Partie. Ein linker Flügelstürmer. Und dazu sehen wir auch noch Lukas Röser. Der macht sich ebenfalls bereit. Der ist ein Zentrumstürmer. Da ist also sehr wahrscheinlich zu erwarten, dass er für Felix Hiegel kommen wird. Also Becker raus und Handler raus. Und Handler raus, ja. Haben uns ja fast gedacht jetzt gerade. André Becker, das Tor habe ich ihm wirklich von Herzen gegönnt. Genau wie wir es in der Halbzeitpause, der Jonas und ich besprochen hatten. Genau, Mustafa kommt für ihn und Mai für Handler. Beides positionsgetreue Wechsel. Genau. Bei den Ullmann, da stehen, wie gesagt, Röser und Jan bereit. Aber ja, 12 Stunden haben wir noch Zeit, also Freunde, plus Nachspielzeit, also hier geht noch was. Das Problem ist, das Spiel wirkt auf mich jetzt schon seit 2-3 Minuten so, als hätten wir den Ausgleich schon geschossen. Aber das haben wir noch nicht. Die Mannschaft spielt aber für mich so, als hätten wir den Ausgleich schon. Da muss mehr Feuer rein, da muss mehr Drang Richtung des gegnerischen Tors. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass die Phase, wo wir jetzt klar gedrückt haben, etwas vorbei ist momentan. Genau. Aber die Ulmer investieren auch wieder mehr fürs Spiel halt. Guck mal, wie hoch die anlaufen halt. Unsere Jungs kommen ja kaum zur Entspannung da hinten. Das halt ist richtig, ja. So, Ben Voll hat den Ball im Fünfer. Das heißt, jetzt geht's raus, aus dem Strafraum raus zu Russo. Und wieder zurück zu Voll in den Strafraum rein. Ja, Jungs, es steht immer noch 1-2, nicht 2-2. Das ist genau, was ich meine, ja. So, jetzt Voll mit dem weiten Ball in Richtung des Mittelkreises. Da geht Mustafa ins Kopfballduell mit Reichert. Jetzt hat Reichert endlich mal einen neuen Gegner. Das sollte ja eigentlich für uns sprechen, denn Reichert müsste schon ziemlich aufgerieben sein von den ganzen Zweikämpfen gegen Becker. So, Romario Rösch läuft jetzt in Richtung des eigenen Tores und kippt den Ball zurück auf Ortak. Der macht das leider ziemlich souverän, schlägt den Ball hoch. Dann ist Bogicevic zunächst mal unterlegen gegen Cesar im Zweikampf. Und Hiegel klärt den Ball dann ins Seiten aus. Einwurf für die Viktoria, aber der wird zunächst nicht ausgeführt. Zweifachwechsel haben sie. Zweifachwechsel. Genau. Lukas Röser kommt auch rein. Genau, zunächst mal ist es Leo Schienza, der den Platz verlässt, der doppelte Torschütze. Für den kommt Nikolas Jan. Und erwartungsgemäß für Felix Hiegel kommt Lukas Röser. Der eine Zentrumstürmer ersetzt den anderen. Lukas Röser, geborene Ludwigshafen. Sein Bruder Martin war auch lange Zeit Profifußballer, hat inzwischen seine Karriere beendet. Lukas Röser, ja. Auch keine schöne Stadt, Ludwigshafen. Das ist mit Abstand hässlichste Stadt, in der ich jemals gewesen bin. Und ja, ich war in der Stadt, in der du gestern Abend warst, war ich schon. Ich war ja auch schon in Leverkusen. Ich war auch schon in Mönchengladbach. Aber du bist aber groß rumgekommen in deinem Leben. So, müssen wir gerade noch aufpassen. Der Chess hat den Ball. Aber Ludwigshafen ist unschlagbar, ganz ja, ehrlich. Meine Ex-Frau kommt da gebürtig her. Das erklärt einiges. Liebe Grüße, hallo Heike, falls du zuhörst. So, Ecke jetzt für die Ulmer von der rechten Seite. Da kommt auf jeden Fall als kurze Variante die Nummer 21. So, die Flanke konnte wieder nicht verhindert werden bei der Viktoria. Reichert, ja, will den Ball ablegen auf Allgeier und Allgeier geht dann auf Nummer sicher, spielt weit zurück auf Ortak. Der wird von Philipp angelaufen. Ortak ist weit aus dem eigenen Strafraum raus. Philipp spielt, nein Quatsch, Ortak spielt auf Rösch und dessen Ball landet jetzt bei Marseiler. Marseiler wird aber dann wirklich sehr, sehr stark von Ullmann angegangen, damit er auch nicht direkt aufs Tor schießt, denn da war Ortak noch lange nicht wieder zurückgeeilt. Aber die Viktorianer weiterhin im Ballbesitz. Auf dem linken Flügel schön da mal durchgesteckt. Mai legt aber auf Bogicevic. Bogicevic noch weiter auf Philipp. Philipp in zentraler Position, gibt auf Mustafa. Mustafa gibt weiter auf Guck Philipp. Mal, Paco zeigt es. Paco steht im Strafraum. Völlig blank, ja, zeigt an, spielt den Ball auch zu mir. Ich hätte freie Schussbahn gehabt. Ja, richtig. Das ist ja wieder das alte Problem, dass wir auf der linken Seite uns konzentrieren. Jetzt bin ich auf die Zuschauerzahl gespannt. 2,5. Ja, Block 11 ist halt ziemlich leer, ne? 2.909? 2.909, ja. Ich meine 2,5 ja nicht so verkehrt. Ja. Abstoß vom Kasten der Ulmer, jetzt Christian Ortak in der 78. Spielminute. Du könntest mich eigentlich mal loben, dass ich das mit dem Umrechnen von der Stoppuhr inzwischen in die Spielzeit so gut hinbekomme. Da kommt aber wieder nichts, ne? Das stimmt, ich bin begeistert. Das ist zum Thema Mathe-Leistungskurs. So nämlich. So, Freistoß gibt es jetzt für die Viktorianer in der eigenen Hälfte. Das ist Jeremias Lorch, das Geburtstagskind, das den Ball da nach vorne auf Marseiler bringt. Sehr ungenau leider, Thomas Geier kann per Kopf klären. Den zweiten Ball holt aber Bogicevic, gibt zunächst mal auf rechts auf Paco. Paco wird angelaufen von Romario Rösch, der ist auch unermüdlich auf dem linken Flügel, muss man mal sagen. Ballbesitz aber weiter bei der Viktoria. Russo spielt schön auf Bogicevic, der legt ab auf Philipp, ein bisschen zu ungenau oder auch zu überraschend, glaube ich, ein Stück weit für Philipp.
Jetzt die Ulmer demzufolge im Ballbesitz. Arendt legt schön durch auf Nicolas Jan. Nicolas Jan wird da zu Fall gebracht von Rousseau. Nichts, sagt Fabian Michel weiter. Rousseau war selber, glaube ich, ein Stück weit überrascht. Legt jetzt den Ball in die Mitte auf Bogicevic und der kann den Ballbesitz, war aber auch wirklich schwierig, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Gelingt nicht ganz, der Ball zunächst bei den Ulmern, die schlagen ihn einfach nach vorne, sodass der Ball erneut von den Viktorianern nach vorne gebracht werden kann. Weiter Ball von Lorch bis auf Paco, der versucht es mal mit einem Direktabnahme, da hat aber so ein bisschen die Wucht und auch die Zielgenauigkeit. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das ein Schuss werden sollte ob das eine Flanke werden sollte. Also ich glaube, es sollte grundsätzlich erstmal ein Schuss werden, der aber auch als Flanke getaugt hätte, wenn denn da jemand in der Nähe gewesen wäre, was nicht der Fall war. Was auffällt bei Fabian Michel, die hat manchmal eine lange Leine und manchmal pfeift die jeden Tristreck ab, also muss man sagen. Aber sie macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich finde das auch, ist in Ordnung, also. Da haben wir schon andere gehabt. Letzte Woche in Münster zum Beispiel. Ja, ohne Schiri habt ihr keine Chance. Ich erinnere mich. Ganz genau. So, ohne Niklas May haben wir auch keine Chance. Deswegen ist es sehr gut, dass wir den eingewechselt haben. Der Ball ist jetzt vorne bei David Philipp. Da auf Bogicevic, aber... Ich meine, die Ideen sind ja nicht schlecht, aber manchmal schlecht umgesetzt halt. Genau, ja. So, jetzt gibt es kurze... Ungenauigkeit, da der Ball über die Seitenauslinie geklärt worden ist, wer jetzt den Einwurf bekommt, den bekommen leider die Ulmer. Wir sehen Lars Dietz jetzt hier gerade, der in Richtung der Bank geht. Ist die Frage, ob der noch kommt oder ob er sich da einfach nur wieder hinsetzt. Auch die anderen Reservespieler nähern sich jetzt wieder der Bank. Da sehen wir Kubata, da sehen wir Demester, Sunaja und natürlich Jonas Sticker. So, der Ball war im Aus gewesen und Seiten aus. So gibt es jetzt Abschluss für die Viktoria mit Ben Voll. Da muss aber mehr Feuer rein, Leute. Dann macht doch mal das Spiel schnell. Aber guckt auch mal Olaf Jansen an. Auch selbst der ist ziemlich ruhig an der Seitenlinie. Ja, genau. Ne? Da fehlt einfach so diese Geilheit jetzt auf den Ausgleich. Ja. Ist so, ja gut, wir spielen jetzt hier halt so ein bisschen und gucken mal, was hier so bei rauskommt und so. Und nee, dann siehst du auch hier so einen Abschlag von Ben Voll, wo du wieder zittern musst, dass der nicht beim Gegner ankommt. Ja, und dann im Endeffekt kommt der Ball beim Gegner an. Nämlich Rösch und Jan in Personalunion. Jan dringt in den Strafraum ein, legt flach ab und dann ist Lukas Röser vollkommen frei und das ist die Entscheidung. Und das ist konsequent. Das ist einfach nur konsequent. So. So. Katastrophales Abwehrverhalten. Du hast die Spieleröffnung gesehen von Ben Voll. Ja. Das war schon scheiße gewesen. Entschuldigung, dass ich den harten Ausdruck mache. Und dann hinten. Also. Mir fehlen ja schon fast die Worte da halt. Das Bogicevic den Ball so verliert da hinten und die Ulmer können hin und her spielen den Ball. Wie kann man so eine Ausgangsposition so wegschmeißen? Wir waren so am Drücker. Wir waren drauf und dran, hier den Ausgleich zu erzielen. Dann hören die einfach irgendwie auf, geil auf diesen Ausgleich zu sein, spielen sich den Ball. Ja, aber so eine Spieleröffnung, lieber Chris, das darf einfach nicht passieren. Ja, na klar, halt. Natürlich darf das nicht passieren. So, die meisten, oder zumindest nicht die meisten, also einige Viktorianer glauben nicht mehr daran, dass das Spiel hier noch gedreht werden können. Im Moment ist hier gerade ein Massenablauf hier Richtung Ausgängen. Tja, also das war völlig unnötig gewesen jetzt. Das war völlig unnötig. Also wie viele Tore die Viktoria sich dieses Jahr selber eingeschenkt hat, unfassbar. Ja. Können wir kurz vielleicht noch nachtragen, für Lukas Röser ist es im 13. Einsatz das dritte Saisontor. Relativ häufig auch als Joker eingesetzt worden, so wie heute auch. Eingesetzt worden ist auch Nicolas Jan, der hat jetzt den Ball, legt zunächst mal auf Romario Rösch. Der gefällt mir ganz gut, der ist wirklich sehr, sehr schnell und unglaublich aktiv. Ball war im Aus gewesen, Freunde, das muss ein Wurf für uns geben, Mann. Rösch hat den Ball, flankt ihn in den Strafraum, dann will Mai klären, legt den Ball aber in den Fuß von Rösch, der legt ab auf Cesar. Cesar noch weiter auf rechts und dann ist, ach Gott, was machen die Jungs denn da? Am Endeffekt ist der Ball geklärt, aber wie, wollt ihr gar nicht wissen. Also auf sehr... Ja, Bogicevic mit dem Konter und ganz aber schlecht. Aber so unsauber gespielt auf Luka Masaila. Ja. Da hätte man jetzt ein bisschen mehr rausmachen können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber siehst du auch, die Ulmer sind ja auch verletzt bei hinten. Ich sehe, wie wir jetzt die Ecke rausgeholt haben. Sie acht jetzt Ecke. Ja, 83. Spielminute im Hürnberger Sportpark. Kurz ausgeführt die Ecke. Die Ulmer haben sich noch hinten noch nicht mal richtig gesammelt. Ja, aber dann machen wir nichts draus. Guck mal, da ist ja gar keine Bewegung drin in dem ganzen Spiel. Johannes Reichert kann dann relativ problemlos per Kopf klären. Schulz holt sich mal den zweiten Ball, köpft auf den Flügel auf Paco. Paco mit der Flanke in den Strafraum, aber da ist auch wirklich nur ein Ulmer im Zentrum. Das war Jan, der den Ball da zunächst mal rausstellt. Der zweite Ball zum Glück, aber auch bei der Viktoria. Jetzt Masaila auf dem Flügel, ja, als Alleinunterhalter mal wieder. Erstmal hat er keine richtige Anspielstation. Jetzt wäre Mai mal bereit, aber dann sieht er das nicht. Jetzt gibt Masaila ab auf Mai, der will flanken. Der wird geblockt von Allgeier. Einwurf für die Viktoria. Nicolas. Also wenn man bedenkt, in den letzten drei Spielen 11 Tore kassiert, Chris. Also so viele Tore kannst du ja gar nicht schießen halt. Ja.
Wir versuchen es nichtsdestotrotz, denn Sunajar wird jetzt gleich noch in die Partie kommen. Der hat natürlich auch noch mal sehr, sehr viel Spritzigkeit zu bieten, gutes Ballgefühl, starke Flanken. Vielleicht geht da dann noch mal was. Mal gespannt, wen er rausnimmt. Sunajar ist ja dann immer der Nachbar, Chris. Mein ehemaliger und inzwischen wieder Nachbar. Ich wollte gerade fragen, ist er wieder zurückgezogen? Der ist wieder zurück, aber noch nicht lange. Okay. 4 Wochen jetzt ungefähr wieder. Das heißt, er hat die Wohnung damals nicht aufgegeben? Ich vermute mal untervermietet. Okay. Ich weiß es nicht genau. So, Promi-Vibrasa am Hause von Chris. Ja, für Donny Bogicevic können wir noch nachtragen, ist der Su in die Partie gekommen. Freistoß jetzt von David Philipp, chippt den Ball direkt auf Naja. Ja, und der klärt ihn nach draußen. Für Ulm, ganz genau. Auch ein bisschen seltsam. So, zweiter Ball aber zum Glück wiederum bei Viktoria. Jetzt liegt Romario Rösch da im Zentrum der eigenen Hälfte, rappelt sich aber wieder auf, das ist fair. Bleibt da nicht liegen. Der Ball bei Masaila gibt auf Naja, auf rechts. Der verliert den Ball an Lukas Röser, der da auch wirklich viel mit zurückgearbeitet hat. Der Ball jetzt bei Philipp, nachdem er einige Male hin und her getitscht ist zwischen beiden Mannschaften. Schön von Mustafa auf die rechte Seite, auf Masaila gelegt. Und dessen Flanke misslingt leider vollkommen. Aber der Junge dürfte auch ganz ehrlich gesagt einfach mal platt sein. Also. Ja, Bombensaison von Luca Masaila. Ich meine, du hast ja die Saison mit Jakob im Podcast, unserem 20. analysiert, dass er ja wirklich eine Bombensaison hat bisher. Ja, Wahnsinn. Naja. Ja, Abschlag für die Ulmer. Christian Ortag lässt natürlich wieder viel Zeit. Jetzt haben wir das Gleiche, was wir vorhin schon hatten. Erst lässt er sich Zeit mit der kurzen Spielhälfte und sagt dann, den will ich doch nicht machen. Ja. Die Jungs gehen alle mal nach vorne und schon gehen wieder 10, 15, 20 Sekunden rum. Ich bin gleich mal auf die Pressekonferenz gespannt, was uns Olaf Janssen erzählen will. Ja, da sagst du was. So, jetzt der Ball von Ortag. Genau auf Höhe der Mittellinie kommt der Ball an. Titscht dann durch bis zu Lorch. Der schlägt ihn einfach ganz hoch und weit in die gegnerische Hälfte. Mustafa jetzt im Duell mit Thomas Geier. Da setzt sich der erfahrene Geier durch. Der Ball nach vorne dann abgeblockt von Greger, sodass der Ballbesitz bei der Viktoria bleibt. Der will auf Russo spielen, aber sehr, sehr ungenau. Russo muss prallen lassen, sodass es Einwurf für die Ulmer gibt von ihrer rechten Seite. Ja, auf der Seite des Gästeblocks. 86. Spielminute. Ja, 86. Spielminute, genau. Höhenberger Sportpark inzwischen. Wir lassen jetzt ein bisschen Zeit, die Ulmer. So, jetzt haben sie den Ball im Mittelkreis. Irgendwie läuft auch kein Viktorianer so richtig an. Also sie haben ja auch Zeit, sich den Ball hin und her zu spielen. Schau mal, hier auch die 43, Reusch wieder komplett frei auf der rechten Seite. Der bekommt den Ball jetzt auch rüber. Paco steht viel zu weit vom Gegner weg halt. Mann, ey. War das Lorch, der da geklärt hat? Nee, Schulz. So. Versucht Najar auf dem rechten Flügel das Spiel mal schnell zu machen, will dann nach vorne aber spielen. Aber zu unsauber gespielt. Ja, zu unsauber, aber auch wiederum kaum eine Anspielstation mal da. Ja. Jetzt geht es da ein bisschen hin und her mit dem Ball bei Paco, bei Schulz, bei Najar. Einwurf gibt es für die Viktoria. Paco wirft auf Russo, der dringend in die gegnerische Hälfte einspielt, weiter auf Philipp. Philipp nimmt jetzt mal ein bisschen Tempo auf. Auf dem rechten Flügel mit seinem linken Fuß zieht er nach innen. Gute Idee, das Abspiel auf Masaila, aber wirklich ganz, ganz schlecht umgesetzt. Zweiter Ball durch Chris Greger bei der Viktoria im Ballbesitz gehalten. Mai auf links gibt auf Masaila. Masaila zieht in die Mitte, zieht jetzt einfach mal ab und an den Pfosten! Da packt der Luca Masaila nochmal einen aus. Das wäre, wenn mich nicht alles täuscht, sein 10. Saisontreffer schon gewesen. Wahnsinn. Der Ball aber immer noch bei Viktoria Mai mit der Flanke. Da kommt Mustafa nicht ganz dran. Aber immerhin holt er so eine Ecke raus. Ecke von der linken Seite für die Viktoria. Da läuft David Philipp rüber. Also wenn meine Zahlen stimmen, ist es die 9. halt. Das wäre natürlich nochmal so ein Ding gewesen. 2-3, kurz vor Schluss. Da wäre vielleicht nochmal was gegangen. Ja, 3 Minuten offizielle Spielzeit noch. Dann vielleicht 3-4 Minuten Nachspielzeit. Also ja. Die Zeit wäre noch da gewesen. Team Zollstock hat auch gestern erst in der 88. 2-3 gemacht. Also Ecke von Philipp fliegt in den Strafraum. Mustafa mit dem Kopf. Da ist ein Ulmer Bein dazwischen. Ecke jetzt von der anderen Seite für die Viktoria. Da läuft Luca Masaila bereits nach draußen. Ecke von rechts. Mit rechts würde er die... Nein, er bringt sie erstmal kurz auf Paco Koronkiewicz. Koronkiewicz spielt auf Naja, der im Halbfeld gibt wieder raus auf Paco. Paco will eine Körpertäuschung gegen Lukas Röser machen, aber Lukas Röser erobert den Ballbesitz. Spielt dann schön die Linie entlang auf Rösch, der mit dem Fehlpass in den Fuß von Naja. Naja mit der Flanke in den Strafraum, da verlängert Schulz per Kopf. Lorch stand dann im Abseits, will da aus der Drehung abziehen, aber ja, gut gesehen von den Unparteiischen, dass er da tatsächlich sich im Abseits befand. 89. Spielminute. Die reguläre Spielzeit neigt sich also hier langsam aber sicher dem Ende. Und jetzt könnte man diesen Satz schön fortführen und sagen, mein Geduldsfaden auch, aber es bringt ja nichts. Nee, wir haben noch Dienst, Chris, wir haben noch nicht Feierabend. Richtig. Und wie gesagt, theoretisch ist ja alles möglich, aber uns fehlt der Glaube momentan halt dazu. Ja, weil es auch einfach
Also ich bleib dabei. Die Mannschaft hat das schleifen lassen, nachzusetzen und geil auf diesen Ausgleich zu sein. Ich meine, diese Phase hatte Viktoria öfters mal in der Saison, aber mal mehrere Spiele ineinander eigentlich verkackt, aber es sah ja am Anfang der Saison ganz anders aus, dass diese Mannschaft eigentlich das überwunden haben müsste bei der Qualität genau. Am Platz ist halt. Ganz genau, ja. Und das kann nicht alles nur am Ausfall von Brian Henning liegen. Also der ist wichtig. Ja klar ist der wichtig, aber es darf nicht Entschuldigung sein. Ganz genau das, ja. So, jetzt prallt der Ball ein bisschen hin und her zwischen den beiden Reihen. Ist jetzt gerade mal bei Russo, der gibt weiter auf Mustafa. Nein, David Philipp war es, Entschuldigung. Der Ballverlust im Endeffekt trotzdem die Konsequenz. Nicolas Jan will auf Romario Rösch geben, da ist dann wiederum ein Viktorianer dazwischen. Prallt der Ball wieder ein bisschen munter hin und her. Jetzt gerade ist er bei Jeremias Lorch, während wir unten beim SSV Ulm sehen, dass da nochmal zwei Wechsel vorbereitet werden. Da kommen zwei richtige Routiniers. Rühle und Ludwig, ja. Mit Tobias Rühle und Andreas Ludwig, ganz genau. Das dürften so ziemlich die größten Routiniers sein, die Ulm überhaupt im Kader hat. Romario Rösch gehört da nicht dazu. Der hat aber den Ball hier schön auf Arendt weitergelegt. Naja versucht da wirklich ganz viel, sich in Zweikämpfen da einzubringen. Aber ist halt auch allein auf weiter Flur. Jetzt bringt Russo Arendt zu Fall und holt sich damit die gelbe Karte ab. Das hat dann auch gerade noch gefehlt, weil Stefano Russo dann, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Auch die fünfte, ja. Das heißt also, ja, ganz genau, der fehlt dann auch nächste Woche in Regensburg. Ja, nicht nur Schulz und Russo sehe ich beide in Regensburg nicht. Schön, ich freue mich schon auf die Tour. So, in dieser Sekunde ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Es wird jetzt auch angezeigt, dass es noch 4 Minuten oben drauf gibt. Der Freistoß für die Ulmer inzwischen ausgeführt. Da ist Nicolas Jan auf der linken Seite, legt erstmal zurück auf Johannes Reichert. Der wird zwar angelaufen von Russo und gibt deswegen erstmal aber weit zurück auf Christian Ortak. Ortak tief gibt er den Ball in die Viktoria-Hälfte. Kopfballduell zwischen Jan und Paco, da setzt sich Jan durch. Dann aber Schulz im Zweikampf gegen den Ulmer Angreifer. Der Ball jetzt wiederum bei Paco. Der wird zu Fall gebracht, bekommt den Freistoß. Ja, was soll man sagen? Die erste Minute in der Nachspielzeit ist gleich schon abgelaufen. Wir liegen 2 Tore noch im Rückstand, 1-3. Wie viele Mann sind da eigentlich bei dieser Auswechslung beim vierten Offiziellen? Da sind jetzt 5 Mann, die da stehen. Aber ich hoffe nicht, dass sie die, obwohl ich hoffe, dass sie die alle einwechseln. Alle rein damit, jawohl. Dann gewinnen wir das Spiel am grünen Tisch. Das ist zwar nicht unbedingt, wie man das möchte, aber nehme ich jetzt. Das hat Zoll schon jahrelang geschafft. Also. Die haben 2 Aufstiege so geschafft. Genau, deswegen. Also machen wir uns nicht zu schämen für. Ja. Das ist wahr. Ja, für den Spielverlauf aber eher schon. Denn das war wirklich nicht nötig. Nachdem man so schön das Comeback geschafft hat. Hier ja, du hast es gesagt, wir haben es eingestellt halt. Ne? Ja, das ist genau dieses Gefühl gewesen. Wir spielen da so, als hätten wir den Ausgleich schon geschossen, hatten ihn aber halt noch nicht geschossen. So, jetzt geht es da drüben auf der Seite vor dem Gästeblock ordentlich hin und her zwischen den Spielern. Da liegt ein Ulmer am Boden. Ich nehme an, die Viktorianer mahnen da Zeitspielern jetzt. Ja, der Lukas Rösch ist wie ein Wahnsinn da hingelaufen. Jetzt schmeißen fliegen die Ulmer. Bierbecher. Ja, ja. Ulmer klettern sogar über den Zaun jetzt, die Fans. Da würde ich aber mal ganz vorsichtig sein an deren Stelle. Da frage ich mich aber auch, wo der Ordnungsdienst ist. Da steht einer. Ja, der steht und vor allen Dingen ganz, ganz cool und entspannt. Jetzt kommt sogar Christian Ortak angelaufen aus dem eigenen Kasten. Der will natürlich einerseits die Fans beruhigen, aber andererseits ist es natürlich auch Zeitgewinn. Gar keine Frage. Und ja, aber wenn ich jetzt sehe, wie der Röster da hingelaufen ist, auch wo so, hat er gar nichts mit zu tun gehabt. Aber ich sehe jetzt hier auch keine Verwarnung. Oder siehst du irgendeine Verwarnung? Nee, tatsächlich nicht. Bei der Rudelbildung? Okay. Doch, ja, da wurde schon teilweise ordentlich geschubst. So, gelbe Karte, wollen wir gerade gucken, wer hat die bekommen von uns? Luca Masala? Felix zeigt den Daumen, Luca Masala hat gelbe Karte bekommen, ja. Das ist, aber so. Nicht, das ist aber ausnahmsweise nicht die fünfte, oder? Nee, ausnahmsweise nicht. Obwohl, warte mal kurz. Doch, doch, ist die fünfte. Nein, auch. Das gibt's doch nicht. Ist auch 5. Also alle 3 die gelbe Karten heute für Leute, die vor die vierte hatte. Also. Ja, gut, dafür haben wir es dann jetzt erstmal hinter uns mit den Gelbsternen. Ja, Schulz, Russo und Masala, alle die 5. gelbe Karte geholt. Meine Güte, ey. Das gibt einen Spaß. Ich meine, das nächste Spiel ist ja zum Glück nur beim Tabellenführer. So, Mimo mal mich, bitte das Hilton in Regensburg bitte abmelden, ja. Da fahren wir nicht hin. Das ist natürlich nicht das Hilton. Oh, meine Güte, ey. So, Tobias Rühle und Andreas Ludwig haben jetzt den Platz betreten. Ausgewechselt worden ist Romario Rösch, das sehe ich auf jeden Fall, der auch wirklich unglaublich viel unterwegs war. Und der andere ist mir jetzt da durchgegangen, ist mir aber auch ehrlich gesagt relativ egal, wen hier Ulm so tief in der Nachspielzeit noch auswechselt. Mustafa jetzt gerade mal am Ball, wir sind auch tief in der eigenen Hälfte. Jetzt mal Lorch im Zentrum der eigenen Hälfte, gibt nochmal auf rechts auf Paco. Der wirkt, da ist jetzt wieder ein bisschen Feuer drin. Das war zwar ein Fehlpass, aber der ist zumindest mal schnell gelaufen. Und das hat die ganze Zeit über dann wirklich gefehlt in der zweiten Halbzeit. Genau dieses Feuer. Ich bin tatsächlich ja normalerweise, das weißt du auch, bin jemand, der eher entspannt ist.
oder sich halt über positive Sachen freut, aber nicht so leicht am Motzen. Aber ich bin heute mal, ehrlich gesagt, richtig sickig über diesen Spielverlauf. Willkommen bei Viktoria Köln. Kommt ein bisschen spät. Ja, auch jetzt wieder. Schulz zeigt zwar an, bewegt euch doch mal, lauft euch frei, aber nimmt halt selber auch nicht wirklich Tempo auf. Dann ganz hoher Ball ins Niemandsland. Der zweite Ball bei Philipp, der könnte mal schießen. Macht er auch. Und dann ist es Marseiler, der den Ball abfälscht. Dadurch hätte er zwar fast den Ortag ausgetrickst gehabt. Aber wen hat er denn angeschossen? Den Marseiler. Marseiler angeschossen, ja. Ja, das Problem ist natürlich jetzt auch, wir müssen Pech dabei halten. Ne? Ja, vorhin auch der Pfostenschuss zum Beispiel oder das Ding jetzt halt, das ist natürlich auch ein bisschen Pech dabei. Aber dennoch, der Sieg für Ulm ist auf jeden Fall verdient. Da brauchen wir nicht drüber lang zu reden. Nein, natürlich. So, Abschlag jetzt nochmal von Christian Ortag. Die letzte Minute der Nachspielzeit ist jetzt schon überschritten. Noch macht Fabian Michel aber keinerlei Anzeichen, das Spiel zu beenden. Jeremias Lorch hat sich seinen Geburtstag wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, der jetzt gerade nochmal den Ball geköpft hat. Wir sind jetzt bereits 30 Sekunden über der angezeigten Nachspielzeit. Ja, jo, die Rudelbildung hat ja auch noch ein paar Sekunden gedauert, Schiedsrichterin sollte uns mal erlösen, glaube ich. Nochmal ein hoher Ball in Richtung Ulmer Strafraum, aber auch wieder kein Problem für die Ulmer, das zu klären. Jetzt nehmen die Ulmer nochmal Tempo auf über Lukas Röser, der blockt dann ab oder stoppt ab vielmehr. Ball jetzt bei Tobias Rühle auf der rechten Seite, der gibt auf Ludwig gibt zurück auf Meier, der gibt noch weiter zurück auf Geier und dann schlägt Ortag fast über den Ball. Der Ball fliegt aber zum Glück nur nach oben, aus seiner Sicht zum Glück, kann dann den zweiten Ball klären, bevor Mustafa drankommt und dann erfolgt der Abpfiff von Fabian Michel. Viktoria Köln unterliegt dem SSV Ulm mit 1:3 auf eine wirklich, ja, man kann es nicht anders sagen, wirklich bittere Art und Weise. Das ist frustrierend. Das ist richtig frustrierend, wie das jetzt hier in der zweiten Halbzeit gelaufen ist. Das sah so gut aus mit dem Anschlusstreffer von Becker. Auch mit dem Schwung, den wir dadurch erstmal generiert haben. Ja, allerdings haben wir das dann nicht mitnehmen und nicht in weitere Verbesserungen umsetzen können. Und wir verabschieden uns gerade von Franco. Jonas, vielen Dank nochmal. Macht's gut. Ja, bedanken möchte ich mich auch bei euch Zuhörern, die trotzdem durchgehalten haben. Bedanken uns natürlich auch bei der Aktion Mensch. Und beim Felix. Beim Felix in der Technik. Das nächste Spiel, wie gesagt, ist nächste Woche Sonntag in Regensburg. 13.30 Uhr ist der Anpfiff für alle Leute, die zum Spiel hinwollen. Ich bin auch dabei. Famous fährt. Einfach kurz an Heike euch melden. Wir werden ab 13.20 Uhr für euch live dabei sein. Ja, kommentieren wird der Chris und... Und der gute Felix, denn das habe ich vorhin ja schon angedeutet, der wird da seine Premiere feiern. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, da freue ich mich. Was haben wir zu verlieren, wenn man zum Tabellenführer fährt? Da kann man doch eigentlich nur was Gutes mitnehmen. Und das werden wir einfach mal versuchen. Viel weiteres bleibt uns, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns bei euch, sagen nochmal Dankeschön, dass ihr durchgehalten habt als Zuhörer. Wir verabschieden uns mit den drei magischen Worten und die lauten nach Sieg und Niederlage und auch unentschieden gleichermaßen. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Es gilt los. Herzlich willkommen beim Fußballradio Chelsea.